Ja, einen schönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren, an den Bildschirm zu Hause hier an der Dualen Hochschule in Heilbronn. Ganz herzlich willkommen, auch im Namen der FDP-Kreisverbände Heilbronn und Rems-Murr und der Dualen Hochschule hier in Heilbronn. Wir freuen uns, heute ein spannendes Thema Ihnen mit Expertinnen und Experten zu bieten zum Thema Regionalität und Tierwohl. Ein ganz wichtiges Thema, denn die Landwirtschaft ist unter Druck, die Fleischwirtschaft ist unter Druck und für uns als Liberale ist das nicht erst seit heute, sondern schon seit längerer Zeit ein Thema. Wir haben mit der FDP-FW-Kreistagsfraktion im Rems-Murr-Kreis schon seit einigen Jahren dieses Thema, auch mit verschiedenen Anträgen, mit Veranstaltungen, und uns geht es darum, eben mit Regionalität und Tierwohl auch die Nachhaltigkeit zu erreichen, denn wir wollen möglichst viel Selbstversorgung, und ich glaube, im Hinblick auf den Krieg in der Ukraine ist dieses Thema eben nochmals mit einer höheren Bedeutung, was eben auch das Thema Nachhaltigkeit, das Thema Landwirtschaft und Regionalität anbelangt. Ich freue mich, dass wir dazu eine schöne Expertenrunde haben und wie vielschichtig das Thema ist, und wir können heute nur einen kleinen Bereich abdecken. Ist ein Beispiel einer gestrigen Veranstaltung, die wir in Fellbach hatten zu dem Thema EU-Pflanzenschutzverordnung. Da haben wir schwerpunktmäßig das Thema Weinbau, aber auch da ist die Landwirtschaft davon betroffen. Und von daher freue ich mich, dass Sie dieser Einladung heute gefolgt sind. Und es wird nicht die letzte Veranstaltung sein, denn die Landwirtschaft braucht die Unterstützung auch aus der Bevölkerung, gerade in diesen Zeiten, wo wir erleben, dass wir eben immer weniger Betriebe haben. Der Selbstversorgungsgrad beispielsweise in meinem Heimatlandkreis, im Rems-Murr-Kreis, ist nach einer Auswertung des Landratsamtes im Bereich der Versorgung mit Schweinefleisch bei 8% und bei Rindfleisch bei 19,7%. Und das sollte uns beschäftigen, denn dieser Selbstversorgungsgrad ist nicht zufriedenstellend, und das wird einer der Themen sein. Und wir haben Experten eingeladen, die ich Ihnen ganz kurz vorstellen darf. Ich freue mich, meinen Kollegen aus dem Landtag, Georg Heidlinger, der bei uns in der Landtagsfraktion Sprecher für Agrarpolitik, Ernährungswirtschaft und Verbraucherschutz ist. Er ist Arbeitskreisvorsitzender des ländlichen Raumes und Verbraucherschutz und ist seit 1997 Inhaber eines Geflügelhofes in Eppingen. Den Betrieb selber gibt es schon viele, viele Jahrzehnte, aber ein Mann der Praxis und nicht nur der Politik. Ich begrüße Dr. Alexander Wirsig, ganz zur rechten Seite, Geschäftsführer der MBW Marketinggesellschaft für Agrar- und Forstprodukte Baden-Württemberg. Und Herr Dr. Wirsig setzt sich insbesondere für den Erhalt und die Weiterentwicklung der bäuerlichen Landwirtschaft ein und kennt sich natürlich in der Agrar- und Ernährungswirtschaft in Baden-Württemberg ganz besonders aus. Dann begrüße ich Werner Häfele. Er ist FDP-FW-Kreisrat im Rems-Murr-Kreis und Geschäftsführer der Metzgerei Häfele. Er übernahm den Betrieb 1991 und vom elterlichen Betrieb, aber schon die nächste Generation und schon fast die übernächste Generation ist schon hier im Betrieb engagiert. Seit 2004 wird auch die eigene Schlachtung durchgeführt hier im Kreis Heilbronn, einer der wenigen Schlachtbetriebe, die wir hier noch in der Region haben. Und umso wichtiger ist auch dieses Thema für unsere Regionalität. Und er ist auch Dozent hier an der Dualen Hochschule in Heilbronn. Ich begrüße Fritz Gempel, Unternehmensberater für Fleisch- und Lebensmittelbetriebe. Die Meisterprüfung ist schon ein paar Jahre her, Gempel, 1986 an der Fleischereischule in Augsburg. Aber Sie sind jemand, der in diesem Handwerk wirklich tief verankert ist und eine hohe Expertise hat. Und last but not least freue ich mich über die Moderation am heutigen Abend in der Expertenrunde von Frau Professorin Beate Scheubrein. Liebe Frau Scheubrein, ganz herzlichen Dank, dass Sie auch hier
mit Ihrem Know-how sich einbringen in der heutigen Runde. Sie sind Studiendekanin in Betriebswirtschaftslehre Handel hier an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Also eine ganz interessante Runde. Bevor diese Runde startet, freue ich mich, dass die Rektorin der Dualen Hochschule hier in Heilbronn, die Frau Professorin Nicole Graf, auch heute da ist und noch eine kurze Begrüßung macht. Wir freuen uns, dass wir hier zu Gast sein dürfen, liebe Frau Professorin Graf, und darf Sie jetzt um Ihr Grußwort bitten. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung der heutigen Veranstaltung. Ganz herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Abgeordneter Hausmann. Vielen Dank, dass Sie heute so zahlreich hier erschienen sind und ebenfalls zahlreich an den Bildschirmen die heutige Diskussion verfolgen. Wir haben heute hier eine Podiumsdiskussion zu einem sehr gesellschaftlich und politisch relevanten Thema, das uns als DHBW, gerade als duale Hochschule in Heilbronn, ein besonderes Anliegen ist. Deswegen freue ich mich auch, dass Sie hierher gekommen sind und wir die Veranstaltung heute Abend ausrichten dürfen. Wir haben an unserem Standort, der 2010 gegründet wurde, insbesondere Studiengänge, die sich ein besonderes Profil rund um den Lebensmittelbereich erarbeitet haben. Das gilt sowohl für den Lebensmittelhandel als auch für unseren Studiengang Food Management, mit dem wir die gesamte Wertschöpfungskette der Lebensmittelbranche abdecken. Also quasi vom Acker auf dem Teller, vom Erzeuger bis hin zur Gastronomie oder auch zur Gemeinschaftsverpflegung. Und dabei bewegen wir uns in einem Bereich, der hoch gesellschaftlich und politisch relevant ist und sehr viele auch kritische Punkte nicht nur im Studiengang, sondern eher in der Realität abdecken muss. Und wenn wir über das Thema Lebensmittel nachdenken, so hat sich in den letzten 10 Jahren da sehr viel getan. Ich würde gerne einen ganz kurzen inhaltlichen Ausflug machen mit Ihnen auf das, was heute aus Sicht des aufgeklärten Verbrauchers relevant ist und wofür wir uns einsetzen müssen. Das sind die sogenannten 4G, denn Essen steht nicht nur für Genuss und Gesundheit, sondern es steht heute mehr denn je auch für das Thema des Gewissens. Herr Hausmann, Sie haben das Thema Nachhaltigkeit angesprochen. Es gehören Themen natürlich dazu, wie der ökologische Fußabdruck, wie das Thema der Abfall, des Abfallentstehens, der Lebensmittelverschwendung. Es gehört aber auch ganz besonders dazu das Thema Tierwohl, das uns allen ein Anliegen sein muss und das natürlich auch heute im Mittelpunkt der heutigen Diskussion steht. CO2-Fußabdruck natürlich mit dem Thema Regionalität und Saisonalität sowieso. Und das letzte G, das in diesem Kontext betrachtet werden muss, ist das Thema der Glaubwürdigkeit, dass also tatsächlich auch die Menschen das tun, wofür sie verbal einstehen. Und ich glaube, wir haben heute lauter Akteure auf dem Podium, die gerne für das einstehen möchten, was sie propagieren, wofür sie stehen. Und ich freue mich mit Ihnen auf eine spannende Diskussionsrunde und wünsche Ihnen allen einen interessanten Abend. Vielen Dank. Gut, dann begrüße ich Sie auch ganz herzlich. Ich freue mich, dass Sie heute alle den Weg zu uns gefunden haben. Und ich fühle mich auch so ein Stück weit wie bei der Vorlesung, nämlich die meisten freien Plätze gibt es in der ersten Reihe. Von daher, ich würde tatsächlich mit den Fragen beginnen. Und ich beginne mit der Frage an den Werner Häfele. Mit dem habe ich schon gemeinsam ein Projekt durchgeführt, wo wir versucht haben, ein Marketingkonzept aufzuzeigen, zu entwickeln. Und von daher die Frage, lieber Werner, was bedeutet denn Regionalmarketing für dich und deinen Betrieb? Also wir sind eigentlich so regional, dass man gar nicht mehr drüber reden muss. Der LEH, der ist immer ganz toll, wenn er 15% oder 20% Regionalitätanteil hat. Wir haben 95% Regionalität. Also wir sind einfach regional. Ja, schon allein unser Name, Häfele, also regionaler geht es ja nicht.
Wir sind derzeit der einzige vom Regierungspräsidium zugelassene Schlachtbetrieb, den es in der Region Mittlerer Neckar noch gibt. Das ist traurig. Das wird hoffentlich bald anders sein. Wir gehen davon aus, dass die Metzgerei Kühnle bald wieder eröffnen wird, ihren Schlachtbetrieb. Wir haben, jetzt einer nach dem anderen von den Metzger hört auf, aufgrund der Gesetzgebung von oben, weil es einfach zu teuer ist. Und wir kämpfen auch mit dieser Veranstaltung dafür, dass der Prozess nicht weitergeht, vielleicht sogar umgedreht wird, dass wieder mehr Betriebe anfangen zu schlachten, weil es gibt nichts Besseres, wie wenn man Regionalität und Tierwohl verknüpft miteinander. Wenn die Landwirtschaft, die hier Rinder und Schweine aufzieht, wenn die die Möglichkeit haben, das hier zu schlachten. Im großpolitischen Bereich sagt man dazu immer Fair Trade. Aber wir Metzger leben Landwirtschaft in der Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft schon seit Urmenschengedenken. Fair Trade, da gab es den Begriff noch lange nicht. Da gibt es Handelsbeziehungen, die sind über Generationen hinweg. Und die wollen wir pflegen und die wollen wir erhalten. Aber das geht halt nur, wenn die Schlachtbetriebe erhalten werden. Gut, danke dir. Herr Heitlinger, Sie kommen aus der Politik, aber eben nicht nur, sondern Sie haben einen Betrieb mit, wie ich gelernt habe, 30.000 Legehennen. Wie gestaltet sich denn dieses Thema Regionalität und hier wohl aus Ihrer Sicht? Sagen wir so, ich glaube, ohne die Regionalität wird es unseren Betrieb nicht mehr geben. Als ich den Hof übernommen hatte, habe 97 vom Vater, hatten wir doppelt so viele Legehennen, also knapp 70.000 im Käfig. Und habe die Eier halt, also der Handel wollte dann nur billig, billig, billig. Und ich habe dann aber umgestellt, kurz drauf, nach der Übernahme, die Tierzahl reduziert auf den aktuellen Stand, gut 30.000 Legehennen. Und konsequentes regionalen Marketing. Wir arbeiten eng mit der Marketinggesellschaft Baden-Württemberg zusammen. Das Land vergibt dieses Regionalsiegel. Und auch mit vielen Kollegen zusammen in ganz Baden-Württemberg sind wir mittlerweile 40 Legehennehalter, die gemeinsames Marketing betreiben. Und dadurch können wir auch im Handel gegenüber gemeinsam auftreten und haben einen gemeinsamen Auftritt einfach. Und das hat unsere Position schon gestärkt und dadurch können wir auch einen höheren Preis verlangen. Den brauchen wir aber auch, weil wir konsequent wirklich nur auf regionale Zutaten, also uns geht es genauso, unser Hühnerfutter besteht zu 98%, glaube ich, aus regionalen Zutaten. Und weil wir alles so gut wie es geht um den Kirchturm herum kaufen wollen, das ist so unser Ansatzpunkt. Und was uns auch also jetzt die Lehre, also ich mache jetzt seit über 25 Jahren den Hühnerhof, maximale Transparenz und maximale Qualität. Ich glaube, das sind so die zwei Stichpunkte, wo man das, glaube ich, am besten zusammenfassen kann. Gut, sehr gut, vielen Dank. Und es gibt keine Käfighennen mehr. Ach, nee. genau, ja, darf man auch nicht mehr. Okay, dann würde ich tatsächlich die Frage als nächstes an den Herrn Dr. Wirsig richten. Wir haben jetzt das Thema Regionalität schon ein bisschen beleuchtet. Sie machen das ja nun tatsächlich professionell. Wie sehen Sie denn, wie sich diese Regionalitätswerbung oder die Werbung für Lebensmittel aus Baden-Württemberg entwickelt hat? Ja, vielen Dank. Also grundsätzlich ist der Megatrend Regionalität ungebrochen, wo ich vor 10 Jahren das Gemeinschaftsmarketing übernehmen durfte, war schon letztendlich der Drive da. Man hat in der Entwicklung gesehen, dann halt, dass es da so nochmal ein ganzes Stück nach oben gegangen ist. Das ist dann auch über die letzten Jahre hat sich das dann auch verstärkt. Wir haben dieses Jahr sicherlich ein Ausnahmejahr, auch mit dem Einbruch. Aber wenn man das jetzt so über den langen Zeitraum von 10 oder sogar seit über 25 Jahren gibt es das Gemeinschaftsmarketing auch mit seinen Qualitätsprogrammen betrachtet, dann sieht man schon ganz klar, wohin die Kurve geht. Wir sind auch Vertreter da, die beispielsweise, wenn wir über Regionalität reden und über das Regionalmarketing, dann geht es los, das wäre jetzt auch
auch ein abendfüllender Vortrag, wie definieren wir überhaupt A, die Region, B, was ist Regionalität, also sprich, bedeutet das dann die Herstellung, ist ein Unternehmen, das jetzt letztendlich seinen Sitz in Baden-Württemberg hat, aber nicht die Rohstoffe aus Baden-Württemberg bezieht, ein regionales Lebensmittel herstellendes Unternehmen, ja, aber ist das Erzeugnis dann letztendlich, das ich erwarte als Verbraucher, ist dann das Erzeugnis dann tatsächlich auch aus regionalen Zutaten? Dafür hat eben das Land Baden-Württemberg seit über 25 Jahren die beiden Qualitätsprogramme des Landes, das Qualitätszeichen Baden-Württemberg und das Biozeichen Baden-Württemberg. Und was wir sehen, ist eben hier, dass wir auch in Baden-Württemberg die ähnlichen Befragungsergebnisse haben, wie überall auch. 80% der Verbraucher ungebrochen geben an, sie kaufen selbstverständlich beim Einkauf regionale Lebensmittel. Sieht dann ein bisschen anders aus, wenn man dann tatsächlich dann, wir haben auch einen Vertreter aus dem selbstständigen Lebensmitteleinzelhandel da, wenn man dann letztendlich die selbstständigen Kaufleute fragt, ja und wie viel kaufen denn bei euch denn wirklich jetzt nachweislich regionale Produkte, wo auch letztendlich wirklich nachprüfbar ist, dass es diesen Kriterien entspricht, dann sind wir roundabout bei 30%. Also letztendlich ist das schon ein Riesengap, was dazwischen ist, dieser Anspruch, wo ich dann eben die Quality-Shopper, die dann auch bereit sind, tatsächlich mehr an der Kasse auszugeben, am Point of Sale für Tierwohl, für Nachhaltigkeit. Hier in Baden-Württemberg hat der Landtag, die Exekutive hat im 2016 beschlossen, oder 2014, da sind Sie besser drin, dass der Ohne-Gentechnik-Standard beispielsweise umgesetzt werden muss im Qualitätsprogramm. Dort hat man jetzt beschlossen, dass eben der Tierwohlstandard eingeführt wird. Also letztendlich tut hier der Zeichenträger des Land Baden-Württemberg sehr viel. Aber es nützt am Ende nichts, wenn wir das schönste Qualitätsprogramm aller Länder haben, wenn es niemand kauft. Also hier entscheidet am Ende der Verbraucher. Und wir haben, glaube ich, eben hier die Besonderheit, dass wir in Baden-Württemberg diese zwei guten eingeführten Qualitätsprogramme eben haben. Das hat nicht jedes Bundesland, die eben einen wichtigen Einkaufs- und Wegweiser darstellen für regionale Produkte. Und darüber hinaus gibt es natürlich auch Produkte, die können gar nicht in Baden-Württemberg hergestellt werden. Denken Sie an Schokoladenhersteller wie jetzt Ritter Sport. Auch das ist ein regionaler Hersteller. Da gibt es dann auch letztendlich die Zusammenarbeit mit der FBW-Fördergemeinschaft, mit dem Einlöwen, das zumindest dann kennzeichnet. Hier handelt es sich um einen Lebensmittelhersteller, der in Baden-Württemberg seine Steuer abführt und Arbeitsplätze schafft. Mehr dazu später noch. Gut, vielen Dank. Ich kann da tatsächlich eine Episode dazu bringen und ein Teil der Akteure sitzt als Studenten auch gerade hier, auch möglich in der hinteren Reihe. Und zwar, ich habe einen Doktoranden, der über regionale Lebensmittel seine Doktorarbeit schreibt. Und da haben wir einen Versuch mit Studenten gemacht. Die mussten nämlich verschiedene Lebensmittel, unter anderem Wurst, aber auch Eier, aussuchen. Und da gab es regionale Lebensmittel, also Eier eben aus der Region und Wurst aus der Region. Und dann welche mit Bio und dann welche mit Bio aus der Region. Und dann eben auch aus den Eigenmarken, die eben weder Bio noch regional noch Marke irgendwie sind. Und dann hatten die in einem ersten Durchgang die Auswahl eben, also die unter diesen unterschiedlichen, dann durften die da vorbeigehen und sich einfach von diesen, wir haben da so Fotos dazu gemacht, einfach was wegnehmen. Und dann haben die weggenommen und da hatten diese regionalen Lebensmittel und Bio einen unglaublichen, also einen Wertschätzung erfahren. Die Studenten haben das gerne genommen. Und dann haben wir im zweiten Schritt gesagt, so, jetzt dürfen Sie alle nochmal gehen und haben die Preise dazu geschrieben. Und dann war es eben so, dass dann das, was eben, also beispielsweise die Eier aus der Region in Bioqualität, die sind dann leider bei weitem nicht mehr in der Form gekauft worden. Und das haben wir natürlich auch bei den regionalen Metzgern. Und deshalb wäre jetzt die Frage an den Herrn Gempel, der als Berater ja bei regionalen Schlachtbetrieben auch unterwegs ist. Wie sieht sich oder wie zeigt sich denn diese Situation für Sie? Ich will zunächst mal die Begrüßung noch um ein paar Namen ergänzen, denn das Besondere
dieser Veranstaltung ist natürlich nicht nur, dass hier ein ganz toller Metzger sitzt, sondern das Besondere ist, hier sitzen viele ganz tolle Metzger und dass die verdienen, erwähnt zu werden. Hier hinten in der letzten Reihe sitzt einer, der aus meiner Sicht weltweit am meisten Metzgererfahrung in diesem Raum hat. Eiko Hausleitner, zumindest wird es nicht viele geben, die sagen, und unter anderem habe ich auch schon in Australien gearbeitet. Es sitzen weiterhin, wir kommen zurück zur Regionalität, es sind eine Reihe Erstklassiker, zu so einer Veranstaltung trauen sich nur die Besten, es sind eine Reihe Erstklassiger Metzgereien durch ihre Inhaber vertreten, da ist der Herr Bauer, da ist der Herr Pfenninger, da ist der Herr Kurz, da ist der Herr Fritz und da ist der Herr Kühnle. Und zu Herrn Kühnle will ich ein ganz besonderes Wort sagen. Herrn Kühnle wurde von dieser selbsternannten Soko Tierschutz einer extrem manipulativen und unseriösen Organisation auf das Übelste mitgespielt. Das Unternehmen Kühnle musste darunter leiden, dass vor dem Hauptsitz Mahnwachen veranstaltet wurden. Und das hat ein paar Wochen gedauert, bis Ende des letzten Jahres in der Stuttgarter Zeitung steht, ich verkürze jetzt Tiervorwürfe, dass nicht tierschutzgerecht gearbeitet wurde, alles falsch. Das ist das Fazit dessen, was in der Stuttgarter Zeitung steht. Und deswegen freue ich mich, dass so viele Metzger da sind. Es sind Leute da, die das Metzgerhandwerk ganz wesentlich unterstützen. Da sitzt in der zweiten Reihe Philipp Boll von Eichinger, der ganz tolle Läden macht. Hier hinten sitzt Herr Schäl von Darmschäl. Ohne die Wursthülle wäre das auch alles nichts. Also wir haben erstklassige Möglichkeiten zum Austausch hier. Ich will Ihre Frage beantworten und schiebe zunächst einen Satz voraus. Wir alle miteinander säßen nicht hier, wenn unsere Vorfahren vor 2 bis 3 Millionen Jahren nicht über die Jagd das Fleischessen erfunden hätten, dann wären wir nämlich entweder ausgestorben oder wir hätten zumindest dieses enorme Wachstum an Gehirnmasse, wir hätten dann zumindest dieses enorme Wachstum an Gehirnmasse nicht hingekriegt. Wir säßen nicht in einem beheizten Raum, wir säßen nicht auf gepolsterten Stühlen. Und der zweite Satz, grundsätzliche Satz zum Thema Fleisch. Die Natur hat es so vorgesehen, dass wir mit einem bestimmten Gebiss ausgestattet sind. Einem Gebiss, mit dem man Pflanzen und Fleisch essen kann. Und die Natur hat es so vorgesehen, dass wir mit einem bestimmten Magen ausgestattet sind. Hätte die Natur gewollt, wer will, kann statt Natur Schöpfung setzen. Hätte die Natur gewollt, dass wir reine Pflanzenfresser sind, dann hätte sie uns die Zähne, das Maul und auch den Magen einer Kuh gegeben. Es war ganz offensichtlich nicht beabsichtigt. Konkret zu Ihrer Zahl, zu Ihrer Frage. Die Situation der Branche, das ist zum einen natürlich ein erschreckender Betriebsrückgang. Dieser Betriebsrückgang betrifft die Metzger genauso wie die Bauern. Im Metzgerhandwerk kann man sagen, alle 15 Jahre ist die Zahl der Betriebe um etwa die Hälfte zurückgegangen. Bei den Bauern sieht es ähnlich aus. Am allergrausamsten ist es, wenn man die Zahlen bei den Ferkelerzeugern anschaut. Das ist extrem traurig. Es gibt aktuell im Fleischerhandwerk einen erheblichen Mengenrückgang, denn die Betriebe haben zwar ihre Umsätze gehalten, aber sie haben natürlich auch Preiserhöhungen gemacht. Und das ist eine einfache Rechenaufgabe, wenn die Preiserhöhungen im letzten Jahr größer waren, als das Umsatzwachstum sich dargestellt hat, dann gibt es einen Mengenrückgang. Und die Metzger beschäftigen bei weniger Menge genauso viel Metzger, genauso viel Verkäuferinnen und verdienen in vielen Fällen nichts mehr. Ein weiterer Punkt, der diese Situation beschreibt, sind völlig überzogene Hygieneanforderungen. Ich meine mit Hygiene nicht die Sauberkeit und dass wir hygienisch arbeiten, das haben wir alle gelernt, sondern ich meine bauliche und technische Hygieneanforderungen, die für handwerkliche Betriebe, wo jeder das gelernt hat, völlig überzogen sind.
Und der letzte, sehr ernste Punkt, der letzte Teil meiner Antwort, das ist eine Hetze gegen das Lebensmittel Fleisch. Da hetzen einerseits diejenigen, die gar keine Ahnung haben. Ältere, abgetakelte Schauspieler in Talkshows. Die muss man nun nicht übermäßig ernst nehmen. Aber auf der anderen Seite sind es natürlich auch welche, die Ahnung haben könnten. Und ich will hier nicht politisch werden, aber wenn das, was der Herr Bundeslandwirtschaftsminister manchmal von sich gibt, das müssen diejenigen, die gegen das Fleisch hetzen, natürlich als eine Legitimation empfinden, dass es gut ist und dass es richtig ist und dass sie auf der richtigen Seite stehen. Diese fleisch- und bauernfeindliche Hetze, die Hetze geht gegen das Fleisch, die Hetze geht gegen die Tierhalter, diese Hetze ist es natürlich letzten Endes, dass manchmal ein Metzger oder manchmal ein Bauer sagt, ach wisst ihr was, wenn ich eh schon fast nichts mehr verdiene und jetzt seid ihr auch noch alle so böse zu mir, dann habe ich keinen Bock mehr, dann macht ihr doch euer Zeug alleine. Und im Ergebnis fördern wir dann Großstrukturen, die wir nicht fördern wollen, wir alle miteinander. Gut, dann bedanke ich mich für ein sehr emotionales Statement. Tatsächlich ist ja unser Ziel, das wir hier haben, eine regionale Struktur zu erhalten, weil dieses Tierwohl kann nur dann erhalten bleiben, wenn dieses Tier eben nicht über viele, viele, viele Kilometer transportiert werden muss. Und von daher ist unser Ziel eben auch, dass eine Schlachtung in der Region erhalten bleibt. Aber ich würde an dieser Stelle nach der ersten Fragerunde einen Blick an die zwei Helfer richten, ob es aus dem Chat eine Frage gibt. Nein, gibt keine. Aber vielleicht haben wir schon eine oder auch die andere Frage aus dem Publikum. Keine Frage aus dem Publikum. Das ist auch wie in der Vorlesung. Die müssen auch ein bisschen auftauen. Aber wenn wir jetzt schon diese Begrüßungsrunde... der Herr Kurz hat eine Frage. Thomas Kurz aus Schondorf. Auch wir, wurde ja gesagt vom Herrn Gimbel, haben einen fleischverarbeitenden Betrieb, ausschließlich regional. Wir sind ja unter anderem heute hier, wie denn die Kette, ich sage jetzt einfach mal die Kette vom Landwirt bis auf den Teller, da gehören wir ja unmissverständlich dazu, politisch unterstützt werden kann. Und da hätte ich mal gern gewusst hier, wir haben ja hier die Vertreter der Politik, der freien Demokraten unter uns, wie man sich denn eben hier diese Unterstützung vorstellt. Also ich persönlich habe einen sehr engen Draht zu unseren allen Lieferanten, zu unseren allen landwirtschaftlichen Betrieben und höre da furchtbare Dinge, vor allen Dingen auch bei Betrieben, bei wenigen Betrieben, die auch weitermachen wollen, junge Generationen, die sind ja die wir auch fördern wollen und auch müssen. Ja, wir haben gerade von der Ferkelerzeugung gesprochen, dramatischer Rückgang. Und es ist selbstverständlich neben unserer Sache als Verarbeiter die Politik gefragt, die Gesetzgebung, ne? Die Legislative, die Exekutive. Und da hätte ich jetzt mal hier an die Vertreter der Landespolitik die Frage gestellt, wie denn hier die Förderung aktuell aussieht, wie sie vielleicht in Zukunft aussieht oder wie sie vielleicht auch in der kurzfristigen Vergangenheit ausgesehen hat für Betriebe, die ihren Betrieb weiter erhalten wollen, beziehungsweise nach gesetzgeberischen Vorgaben auch erweitern wollen, modernisieren wollen, Förderprogramme. Was kann denn eine FDP überhaupt dafür tun im Landtag in Baden-Württemberg? Jeder noch eine Anschlussfrage. Ja, okay. Herr Hauke Hahn aus Siegelsbach, Landwirt, Vertreter des Bauernverbands Heilbronn-Ludwigsburg, Rinderhalter, Mutterkuhhalter, habt ihr auch konkrete, jetzt wollt ihr einsteigen in die regionale Vermarktung. Ich habe irgendwann 16 oder 17 aufgehört mit der Milch und hab mich dann spezialisiert auf Kälbermast oder nicht Kälbermast, sondern muttergebundene Kalbfleischerzeugung, möchte ich mal so sagen. Hab mir da auch ein bisschen einen Markt aufgebaut, da war die Firma Heffeler auch dabei als Abnehmer von Kalbfleisch.
was jetzt auch nicht mehr der Fall ist, leider. Komme aus dem nördlichen Bereich Heilbronn und zwar in der Richtung Mosbach ist der Betrieb. Wir haben jetzt in Mosbach, ist eine Kreisstadt, keinen einzigen Metzger mehr. Ein großer Kälberabnehmer von mir aus Obrigheim hat jetzt nach Weihnachten seine Tore geschlossen. Wir sind jetzt also meine komplette Geschäftsmodell weggebrochen, sozusagen. Es ist keine Möglichkeit mehr, hier regional zu schlachten. Unsere Tiere, die wir jetzt zur Vermarktung bringen, kommen zum Teil nach Freiburg, zum Teil nach Bochum, zum Teil nach München. Was hat das mit Regionalität noch zu tun? Wir hatten hier Schlachthof, in Heilbronn hatten wir eine, wir hatten eine in Siegelsbach, wir hatten eine in Mosbach. Wir haben jetzt noch eine in Schäflens, so eine Klitsche. Ich bin mal gespannt, wie lange das den noch gibt. Also wenn da der Landrat von der Brödel von Rhein-Neckar-Kreis, Rhein-Neckar-Unwald-Kreis nicht so dahinter stehen würde, wäre der wahrscheinlich auch schon längst nicht. Also die Politik, Herr Heidlinger, da ist einiges zu tun, weil regional ist schon längst tot. Also das muss ich also echt sagen, hätte auch nie gedacht, wo ich damals ausgestiegen bin aus der Milchviehhaltung, dass es so schwierig ist, eine vernünftige Vermarktung, jetzt ohne Direktvermarktung, sondern einfach eine vernünftige Metzgervermarktung hier aufzunehmen, weil die brechen alle weg. Also bei dem Heferle, da war ja echt geschockt da. Der hat, ich habe immer, was weiß ich, der hat von mir 4, 6 Kälber gekriegt jeden Monat. Wir kennen uns nicht, es ging über einen Händler, aber spielt ja keine Rolle. Das hat funktioniert, das war in Ordnung. Zack, Heferle schlacht keine Kälber mehr. Und so ging es einer um den anderen. Und das war jetzt in den letzten, im letzten halben Jahr, kam da so ein richtiger Strukturbruch. Und wenn das Ding mal weg ist, wenn die Metzger mal nicht mehr schlachten, wenn die Vermarktung, die Struktur weg ist, wie willst du die wieder aufbauen? Ich denke, ich gebe direkt an den Herrn Heidlinger. An den ging die Fragen. Also wie gesagt, ich bin jetzt relativ neu im Landtag und auch im Agrarausschuss. Und mir ist das schon bewusst. Allerdings sind wir in Baden-Württemberg, ist jetzt vielleicht eine blöde Ausrede, in der Opposition. Was die Regierung dann immer macht, ist dann ja die Sache der Regierung. Aber wie wir alle wissen, ist Lebensmittelvermarktung, ich mache das jetzt ja auch schon 40 Jahre auf dem Hof halt aufgewachsen, sehr schwierig, weil viele Vorgaben sind EU-Recht, dann ist Bundesrecht und dann ist Landesrecht. Und von daher sind die Möglichkeiten, die das Land eigentlich effektiv hat, die sind doch sehr begrenzt. Ich will vielleicht auf den Herrn Gembel eingehen mit dem Schlachthof, wie es Ihnen gegangen ist, weil der PETA oder Tierschutzorganisation bei Ihnen sich groß gemacht hat und es skandalisiert hat, die Vorgänge. Wir hatten früher Käfighaltungshühner, uns ging das genauso. Ja? Da brechen nachts um 3 irgendwelche Leute mit der Kamera ein, filmen die Henne und wie dramatisch das ist. Und vorher bestenfalls noch aus dem Kübel, wo die tote Hühner drin liegen, welche im Stall verteilt, damit es noch dramatischer aussieht. Also so gehen die ja vor, ja? Da darf man sich nichts vormachen. Und dann wird mit diesen Skandalbildern, dann fragt man sich immer, wieso die Presse das dann so übernimmt, wird dann einfach Stimmung und Hetze gegen die Landwirtschaft aufgebaut. Und das verfängt dann auch in der Politik. Ja? Jetzt kriegt ihr so mit, wie Ihren Fall war in Stuttgart, dann habe ich mit Kollegen gesprochen, ja, das war doch ein Oding, hast du Bilder gesehen? Da sage ich, jetzt tu mal langsam, das ist schon alles sehr einseitig. Ja? Und also wir haben es ja live miterlebt. Und ich kann jetzt aus unserer Erfahrung sprechen, von unserem Hühnerhof, das ist ja das, was ich vorhin schon gesagt habe, wir haben konsequent die Tierzahler reduziert, mehr Tierwohl eingeführt. Natürlich ist Eier, wir leben vom Eierverkauf bei uns auf dem Hof, ich sehe mich jetzt als Landwirt, nicht als Politiker, ist natürlich ein Produkt, wo ich keinen Flaschenhalsbetrieb wie jetzt ein Metzger brauche als Bauer. Ja? Du kannst ja dein Kalb nicht zum Kunde tragen, aber ich kann mit 30 Eier zum Kunde fahren. Also von daher ist das unterschiedlich. Und Vorteil. Das ist der Vorteil. Ja? Dann gab es letztes Jahr so einen Fall, hat die Stadt Mannheim beim Schlachthof in Mannheim, da ging ein Konkurs und dann haben wir auch einen Heilbronner Händler, wurde Gesellschaft gegründet mit mehreren Gesellschaftern, die den Schlachthof weiter betrieben haben. Jetzt ist der Stadt Mannheim eingefallen, dass die
Fleischbeschaugebühren haben sie dann erhöht auf 4,80 Euro pro Schwein, das der Veterinär verlangt, für das, dass er guckt, ob die Sau richtig totgemacht ist. Ein Turnier zahlt 2 Euro, also weniger wie die Hälfte. Und jetzt schlachten mal 500.000 Schweine im Jahr und dann hast du ruckzuck erhebliche Mehrkosten. 4,80 Euro pro Tier hört sich nicht viel an, aber wenn das halt im größeren Maßstab ist, dann ist er ganz schnell fertig. Und ich habe da auch versucht, auch mit dem Insolvenzverwalter, und war dann wirklich beim Bürgermeister, Zuständiger der Stadt Mannheim, dort noch zu intervenieren, dass sie diese Gebühren runterziehen, weil das war letztendlich der Grund für den Konkurs, war die Fleischbeschaugebühr, das war so. Nichts zu machen. Mein Eindruck war dann, die Stadt hat Interesse im Gelände, weil der Schlachthof ihnen gehört und nebendran war der Busbetriebshof, der dringend erweitert werden muss. Und dann haben die den Konkurs gelassen. Und dann kommt nämlich der Strukturbruch, wo du vorhin gesagt hast, weil dann die ganzen kleinen Landwirte, die da ein paar Schweine haben, 100, 200 Schweine, die fahren ja nicht in die Klitsche nach Schifflens oder nach Kreilsheim oder nach Freiburg. Und das ist, und dann passiert genau das aus völlig kurzfristig gedachten Gründen, weil irgendwie jeder noch seine Burg schaut und hat nicht den Überblick. Wie gesagt, ich habe versucht, dort zu vermitteln, aber es war nichts zu machen. Gleichwohl, was das Land machen kann, was wir hier in Baden-Württemberg auch vorbildlich machen, also da muss er auch als Oppositionspolitiker die QZBW loben, ist das Regionalmarketing. Das könnte man noch besser machen. Mein Vorbild im Regionalmarketing ist immer Südtirol. Südtirol gilt als Marke im Tourismus für Lebensmittel, für alles. Also die ganze Region Südtirol, sobald Südtirol drauf ist, weiß der Verbraucher, hat irgendwie, ja, das ist irgendwie nett oder vertrauenserweckend. So. Und in diese Richtung ist eigentlich auch das Regionalmarketing gehen. Und da hat jetzt das Land auf meine Forderungen hin letztendlich auch die Mittel für die MBW erhöht, dass die MBW hier mehr Marketing machen kann, was dann letztendlich auch dann der Verarbeiter zugute kommt und die dann auch dann die Landwirte erhalten. Aber mir ist das auch bewusst, dass wenn ein Schlachthof zu ist, dann ist ja irgendwann der Stall zu. Bewusst reicht das. Ja, und dann ist der Schlachthof, der zu ist, der macht nicht mehr auf und die Stalltür, die zu ist, die macht genauso wenig wieder auf. Und da jetzt neue hinzubekommen, das ist extrem schwierig. Jetzt hat ja die Bundesregierung, also ich war sehr, sehr unglücklich in der Koalitionsverhandlungen, dass das Landwirtschaftsministerium zu der Grünen Partei gegangen ist im Bund. Ja. Also ich hätte lieber die Landwirtschaft bei der FDP gesehen, wie jetzt das Verkehrsministerium. Und, da ist halt viel Ideologie getrieben. Da gibt es viele Beispiele, ich will jetzt nicht zu lang reden, aber aktuell Putenhaltung. Die wollen jetzt eine Verordnung machen, im Parlament vorbei, wo sie die Besatzdichte dramatisch reduzieren. Österreich haben es ja schon gemacht, innerhalb von einem Jahr ist fast die komplette österreichische Putenhaltung zusammengeknallt. In Deutschland haben sie es jetzt ähnlich vor. Die wollen die Besatzdichte von 55 Kilo, 40 Kilo, da rechnen wir Kilo pro Quadratmeter, runterziehen. Das geht am Parlament vorbei. Da hast du nicht einmal, ihr habt mit unseren Parlamentariern gesprochen, Fachpolitiker im Bund, die sagen, ist eine Verordnung vom Ministerium, da hat das Parlament gar keinen Einfluss drauf. Und das ist dann das Schlimme, wenn dann jeder sein eigenes Süppchen kocht. Also es ist verdammt schwierig, die ganze Situation, das ist mir bewusst. Ich denke, das ist ja jedem bewusst. Und man muss halt versuchen, so gut wie es geht, dagegen anzugehen. Also gerade mit der Putenhaltung sind wir jetzt dran. Das muss dann im Kabinett, letztendlich müssen dann die fachfremden Minister dagegen sich aussprechen. Aber kann es eigentlich auch nicht sein. Ich glaube, dass jetzt aber die Frage vom Herrn Kurz ein bisschen untergegangen ist. Kann das sein oder fühlen Sie sich jetzt... Ich verspüre, dass die Frage nicht beantwortet. Ja, ich würde mich diesem Verspüren anschließen. Es ging darum, was tut die Politik konkret, um eine regionale Schlachtung zu unterstützen. Das ist ja auch hier eine Parteiveranstaltung, sage ich jetzt halt einmal, genau. Wenn ich so sagen darf. Da stelle ich einfach die Frage, was können. Natürlich ist die FDP in der Opposition in Baden-Württemberg, keine Frage, aber was ist trotzdem gezielt, was wird getan aktuell seitens der FDP für Baden-Württemberg in diesen Themen, zu denen wir ja hier heute da sind? Dann gebe ich nämlich nochmal zurück. Genau. Gut, ich habe das so gerade versucht zu erklären. Wir versuchen dann Einfluss zu nehmen, so wie Schlachthof Mannheim. Aber wenn die Stadt Mannheim sich dann weigert, dann kannst du nichts machen. Und dann letztendlich geht er in, war das Insolvenzverfahren, wurde
halt weitergeführt und der Schlachthof geschlossen. Aber wie gesagt, die Mittel der Politik sind wirklich sehr begrenzt, weil auch gegen den Markt kann die Politik nicht agieren. Wir merken es ja auch bei uns im Bereich, der Verbraucher kauft auf einmal wieder billig. Seit der Krise kauft der Verbraucher billig und gegen das allgemeine Verbraucherverhalten kann auch die Politik, ist es sehr schwierig, da was zu machen. Und dann sind sie ja auch wieder, ich habe es vorhin versucht zu erklären, das ist EU-Recht, Bundesrecht und Landesrecht. Und teilweise wir können gar keine Förderung erhöhen für gewisse Betriebe, weil wir schon wieder gegen EU-Recht verstoßen. Meine Frage ist vielleicht auch, findet die FDP eigentlich Gehör bei unserem schwarzen Landwirtschaftsminister in Baden-Württemberg? Ne? Das ist ja CDU-Landwirtschaftsministerium in Baden-Württemberg. Ich meine, der Mann ist ja nicht ausgesprochen gegen die Landwirtschaft, sondern eher ein, sagen Sie mal, insgesamt gefördert der ganzen regionalen Szene. Kommt da auch was rüber, Sie als agrarpolitischer Sprecher, in diesen Szenarien der fraktionsübergreifenden Sitzungen oder wird da auch mal unterstützt, wenn irgendwelche Anfragen sind bei Genehmigungsverfahren? Da haben wir hier ein Riesenproblem der Aufrechterhaltung, der hoffentlichen Aufrechterhaltung. Was sagt denn wie kann denn die FDP da überhaupt einwirken, positiv oder eben nicht aufgrund von ihrer mehr oder weniger Oppositionssituation aktuell? Genau, also Minister Haug habe heute Morgen erst noch telefoniert. Ich war ganz erstaunt, dass der selbst bei mir angerufen hat. Natürlich steht man im engen Kontakt und ist auch im Agrarausschuss bin ich schon anerkannt als Experte. Das ist einfach so. Und dann versucht man die Betriebe so gut wie es geht zu unterstützen. Aber viel mehr, man kann nicht sagen, ich unterstütze jetzt einen Betrieb Hefele, weil er mir gefällt und beantragt das Land jetzt dem Hefele 500.000 Euro für irgendwelche Sachen. Unterstützt, das geht halt nicht, weil verstoßen wir gegen EU-Recht. Also das ist einfach ganz, ganz komplex und extrem schwierig. Es gibt keine einfache Lösung. Ich bin ein Fachmann, ich bin da tief drin, aber auch ich kann Ihnen nicht sagen, wir machen das jetzt so und die drei Punkte und dann ist alles gut und wir leben in unserer schönen Wunderwelt, die wir alle gerne hätten. Aber das Verbraucherverhalten, vielleicht noch um Herr Gimpel vorhin weil Sie sagen, 80% sagen, Sie wollen regional kaufen. Wieder aus unserem Betrieb, wir hatten bis 2008 noch Käfighaltung. Und wenn der Verbraucher befragt wurde, kaufst du Käfigeier? Nein, wir kaufen Freiland, haben sie auf dem Parkplatz gesagt. Und dann geht er nein und drin haben wir noch 60% im Markt, wurde Käfigeier verkauft. Und das hat erst aufgehört, als die Politik das dann beschlossen hat, dass die Käfighaltung in Deutschland verboten ist, also nicht einmal EU-weit verboten. In Tschechien ist es ein Großbetrieb mit 750.000 Käfighaltungshennen gebaut worden, eine halbe Stunde weg von der deutschen Grenze. Fragst du, wo die Eier hingehen? Gut, dann würde ich dem Werner Hefele noch, weil er war ja auch direkt angesprochen in der Frage. Ja, diese Veranstaltung heute, die findet nur statt, weil wir das als FDP wollen, weil wir das Thema politisieren, aktivieren wollen. Das ist jetzt die Antwort auf Kreisebene. Wir haben einen Antrag gestellt im letzten Jahr und ist vom Kreistag sogar einstimmig bewilligt worden. Auslöser war das Drama bei Kühnle. Da haben wir überlegt, was können wir jetzt tatsächlich machen. Machen wir irgendwelche Veranstaltungen, versuchen wir beim Kühnle Veranstaltung oder bei uns. Und dann haben wir viel besprochen, haben wir uns entschieden, wir wollen etwas Positives dagegen setzen. Das heißt, wir wollen einfach den Zusammenhang von Regionalität und Tierwohl, den wollen wir in den Mittelpunkt stellen. Deshalb gibt es heute die Veranstaltung. Deshalb resultiert daraus jetzt auch ein Integrationsseminar der dualen Hochschule. Und da wird es im ersten Halbjahr 2023 Veranstaltungen im Landkreis geben zu diesem Thema. Da wird jetzt nicht irgendein Gesetz geändert. Aber wir wollen einfach nicht ruhig sein und schweigen, sondern wir wollen unsere Position, dass nämlich Tierwohl und Regionalität ganz, ganz eng zusammengehören. Das wollen wir betonen und das wollen wir leben. Also, ich wollte jetzt ein kleines Beispiel kriegen. Ein bisschen was machen wir schon. Genau. Der Herr Kühnle wird sich selber melden. Mein Name ist Fritz Kühnle, komme aus Backnang, betreibe den
relativ oder sehr, sehr gut bundesweit bekannten Schlachthof, der wo momentan geschlossen ist. Ich bin jetzt hier ein paar Mal vom Herrn Häfele und von Ihnen angesprochen worden und möchte eigentlich die Diskussion nochmal in eine andere Richtung lenken. Frau Professorin Graf, Sie hatten vorher etwas angesprochen, die 5Gs. Und was natürlich uns extrem wichtig jetzt ist, aufgrund von den Erfahrungen, die ich, meine Mitarbeiter, meine Familie im letzten halben Jahr gemacht hat, ist natürlich das Wort Gewissen. Keine Frage. Gewissen, Öffentlichkeit, Wahrnehmung und in diesem Spannungsfeld ist natürlich die Politik, das weiß ich sehr genau. Die Politik ist auch natürlich getrieben durch öffentliche Darstellung, was heute richtig ist, ist morgen falsch. Das Wort Tierwohl kommt einem sehr leicht von den Lippen. Was ist denn eigentlich Tierwohl? Die Politik tut sich auch hier definitiv sehr schwer, das klar in einem Schlachtbetrieb mit Tieren von 140 Kilo bis 700 Kilo, das sind ja Dimensionen, die wir uns vorstellen müssen. Das Tier hat sein eigener Wille, was wir respektieren oder vielleicht auch mehr lernen müssen zu respektieren, um überhaupt das Thema Gewissen in den Mund nehmen zu dürfen. Wissen Sie, Sie müssen ja jetzt einmal die Situation sehen, die Bilder, die bei der Firma Kühne gemacht worden sind, sind ja jetzt Bilder, die zwar mit einem ungeheuren Effekt dargestellt worden sind, brauche ich gar nicht erläutern, kann sich jeder vorstellen, aber der Prozess vom Leben in den Tod von einem Tier ist nun mal gegeben. Und wir müssen uns der Verantwortung stellen, oder das macht zumindest ich oder meine Firma, dass diese Bilder in der Öffentlichkeit schlicht und einfach nicht ankommen. Schlicht und einfach. Wissen Sie, Sie können da gar nicht, Sie können die Argumentationskette schon bringen, Herr Häfele. Ich bin da total bei Ihnen. Wir haben einen Schlachthof, wir bringen hier die Tiere um oder schlachten die Tiere. Und das haben wir immer so gemacht, das machen wir auch sehr gut. Wir haben eine EU-Gesetzgebung, wir haben eine Bundesgesetz, das haben wir alles jetzt gerade besprochen. Ja. Das System ist alles ganz, ganz engmaschig, aber trotzdem gibt es in jedem Landkreis einen Spielraum, Veterinärbehörden, die Themen anders sehen. Firma Kühnle war das Gatter, wenn das klopft, dann wird das Schwein erschreckt, dann ist das kein Tierwohl. Bei Ihnen sind andere Themen, bei Dritten wiederum andere Themen. Und der Verbraucher letztendlich weiß er dann zum Schluss eigentlich gar nicht mehr, was ist wahr, was ist richtig, was ist falsch. Und wenn wir es nicht schaffen, und da geht jetzt direkt die Frage jetzt nicht ans Gremium, sondern an Sie, wenn wir es nicht schaffen, die Darstellung dieses Prozesses in Einklang zu bringen mit der schlicht wahrscheinlich mehrheitlich öffentlichen Meinung, dass das Tierwohl entsprechend auch beim Tod, ich sage jetzt einmal, klar, das Tierwohl hat da oberste Priorität, aber dass wir einfach in einem Schlachtbetrieb für Bilder sorgen, die für die Öffentlichkeit darstellbar sind. Auch wenn das jetzt vielleicht sehr konträr klingt oder Leute sagen, ja gut, das Tier stirbt, keine Frage, die Entblutung ist kein Prozess, den man jetzt Kindergartenkinder sehen lassen kann. Nur, das bringt uns ja alles gar nicht weiter, sondern wir müssen uns überlegen, wie wir hier einen Weg hinbekommen. Und das ist das Thema dann auch Regionalität und Handel. Und das ist wahrscheinlich sehr, sehr eng, was die Fleischbranche angeht. Es ist zumindest jetzt mein Empfinden ganz extrem. Wahrscheinlich mehr wie die Regionalität ist das mit Gewissen verbunden. Und für Bilder zu sorgen, die bei der Bevölkerung einfach ankommen. Wie sie jetzt das machen, das muss sich schon jeder Betrieb selber überlegen. Klar ist aus meiner Sicht die Politik hier gefordert in Form von Zuschüsse, von Unterstützung. Aber soweit ich das ja weiß, gibt es ja bereits Programme oder gibt es Programme, wo für Tierwohlbetriebe, was da auch immer dargestellt wird, entsprechende Zuschüsse fließen. Da geben Sie mir wahrscheinlich recht.
Also das möchte ich einfach nochmal pauschal sagen. Aber in diese Richtung, finde ich, ist das sehr, sehr wichtig, dass wir uns in diese Richtung in der Diskussion, was Regionalität und in Verbindung mit Tierwohl angeht, bewegen, weil der Verbraucher letztendlich entscheidet, ob in Deutschland noch ein Schwein geschlachtet wird oder auch nicht. Ich glaube, die Politik kann da gar nicht mehr viel machen. Gut, dann gab es jetzt schon eine ganze Reihe von Statements in unserer Runde. Vielleicht nochmal an dieser Stelle so ein bisschen das nochmal zu kanalisieren. Also, dass ein Tier in letzter Konsequenz über einen gewaltsamen Eingriff zu Tode kommt, wenn es geschlachtet wird. Ich glaube, dieser Tatsache muss man sich auch stellen. Also das ist aber trotzdem so, dass die Bundesbürger und Bundesbürgerinnen momentan durchschnittlich noch 55 Kilo Fleisch im Jahr essen. Das heißt, wir sind also auf dem Wege noch lang nicht bei einer veganen Gesellschaft. Und wir haben jetzt so viele Leute begrüßt und dann begrüßen wir ganz herzlich auch den Herrn Ulzhöfer. Und der Steffen Ulzhöfer ist hier Händler vor Ort mit 5 Märkten und auch der kann 6 Märkten, oh, ich habe einen unterschlagen, der bestätigen wird, dass auch bei ihm immer noch viel Fleisch auch in Fleisch- und Wurstwaren verkauft wird. Aber unser Ziel ist ja, dieses Thema Tierwohl nicht nur in der Schlachtung, sondern was passiert denn mit dem Tier, bis es dann in diesem Schlachthof landet? Und da passiert eben, dass diese Transportwege immer länger und länger werden, wenn eben dieser Schlachtbetrieb nicht mehr in der Region ist. Also jetzt habe ich leider Ihren Namen nicht. Hahn. Hahn Wiedergockel, sehr schön. Der Herr Hahn hat ja geschildert, also die Tatsache, dass er eben nicht mehr in Mosbach seine Rinder schlachten kann, bedeutet, dass die im Extremfall nach Bochum fahren müssen oder nach Freiburg. Und ich meine also von oder nach München, was alles eben ein langer Transportweg ist. Und wie gut dieser Schlachtprozess durchgeführt wird, ist eine Frage. Aber es steht außer Frage, dass ein langer Transportweg, also wenn wir sagen, also Siegelsbach ist im Norden vom Landkreis Heilbronn, wenn Sie mit diesem Tier bis nach München oder bis nach Freiburg fahren, dann gurkt das Tier über viele Stunden und das ist nicht mit diesem Tierwohl vereinbar. Aber wir sind uns auch einig, der Konsument und die Konsumentin muss es hier auch kaufen. Und da wäre jetzt die Frage, also weil wir sind eigentlich schon mitten in unserem zweiten Runden drin, an den Herrn Wirsig nochmal, kann denn vielleicht auch das Land unterstützen bei dieser Frage, wie kann denn Werbung stattfinden oder Marketing, nicht nur Werbung? Ja, also die MBW Marketinggesellschaft wurde vor über 25 Jahren gegründet mit dem Ziel, die Agrar- und Ernährungswirtschaft zu unterstützen. Wir haben von Anfang an, waren wir eins der ersten Bundesländer, die eben ein Qualitätsprogramm eingeführt hat, das eben nicht nur die Herkunftseigenschaften in den Vordergrund stellt, sondern eben auch eine besondere Prozess- und Qualitätsanforderung, damals noch für die Älteren unter Ihnen das HQZ, heute das Qualitätszeichen Baden-Württemberg. Und seitdem machen wir unter dem Claim Schmeckt den Süden Gemeinschaftsmarketing für das Land Baden-Württemberg. Wir haben schon vorher gesagt, Südtirol ist schon gefallen. Wir ordnen uns sozusagen etwas föderaler als eine von 3 Marketingorganisationen des Landes ein. Die bekannteste selber, zumindest was sie tun, ist ein Referat im Staatsministerium. Die machen letztendlich das Image-Marketing. The Land, gut oder schlecht, aber letztendlich erzeugt es Aufmerksamkeit. Der zweite Bereich, die zweite Marketingorganisation, die machen das Tourismusmarketing, das sind die Kollegen von der TMBW und der Wir sind Süden und wir sind eben eine von 3 Landesmarketingorganisationen, die dann den letzten Bereich jetzt übernehmen, nämlich den Bereich der Lebensmittel. Wir sind auch die kleinste vom Budget her von den 3 und machen unter Schmeckt den Süden das Gemeinschaftsmarketing. Um mal ein bisschen ein paar Zahlen zur Erläuterung in den Raum zu werfen, hinter den beiden Qualitätsprogrammen stehen eben um die 5000 Landwirte. Wir haben im Qualitätszeichen Baden-Württemberg
Netzwerk haben wir eben mehrere hundert Zeichennutzer. Im Biozeichen Baden-Württemberg sind es ein bisschen weniger, das sind roundabout 120 Zeichennutzer, wobei die Anzahl der Zeichennutzer nicht viel sagt, weil dahinter kann sich eine Erzeugergemeinschaft oder wieder ein Einzelunternehmen befinden. Einige sind auch hier im Raum, also hier beispielsweise der Herr Heitlinger, vorher haben wir schon gesagt, die Firma Kurz als Metzgerei, die dann wiederum die entsprechenden Absatzkanäle, das ist auch unsere Aufgabe, die wir auch neu öffnen, dann beliefern kann, beispielsweise im Rahmen dessen, dass eben wir das einzige, bundesweit einzige Qualitätsprogramm in Deutschland sind, das komplett dem Ohne-Gentechnik-Standard entspricht, gab es damals auch große Verwerfungen. Viele sind gerade im Schweinefleischerzeuger sind ausgestiegen damals. Und als eine der Antworten auf diese Situation haben wir eben ein neues Marktsegment geöffnet, nämlich den Bereich der Gemeinschaftsverpflegung. Wir hatten damals schon über 300 Gastronomen, die gibt es auch bis heute noch in der Zusammenarbeit mit dem DEHOGA Baden-Württemberg in diesem Kooperationsprojekt. Schmeckt den Süden Gastronomen, aber was es eben noch nicht gab, war die Umsetzung in der Gemeinschaftsverpflegungseinrichtung. Da haben wir mit mittlerweile über 70 Betrieben von EMBWs, die ganzen Blue Chips, also jetzt die Großunternehmen, Wirtschaftsunternehmen, die eben in Baden-Württemberg bestehen, haben wir letztendlich diesen Markt geöffnet. Auch da sind wiederum die Erzeuger und die Hersteller, die in diesem Qualitätsprogramm sind, jetzt auch beispielsweise hier die Firma Kurz, dann auch wieder Lieferanten. Und so ist es unsere Aufgabe, dass wir das verstetigen. Neben dem klassischen Bereich des Regionalmarketings sind wir auch zuständig für das Spezialitätenmarketing. Das ist dann sozusagen die zweite Säule. Hier haben wir schon gehört, eine wichtige Baustein hier in der Region ist der regionale selbstständige Kaufmann Ulzhöfer, der beispielsweise mit dem Weideochsen vom Limburger Rind, jetzt nur als ein Beispiel, eben auch hier wiederum eine Erzeugergemeinschaft stützt, die dann letztendlich eine EU-geschützte Spezialität, das ist eine geschützte Ursprungsbezeichnung, klar, hier in der Region sehr bekannt, dann halt natürlich dann das schwäbisch-hellische Qualitätsschweinefleisch GGA und so weiter und so weiter. Also dieses Spezialitätenmarketing, das fällt auch in unseren Beritt. Baden-Württemberg hat über 30 EU-geschützte Spezialitäten. Die bekanntesten sind sicherlich schwäbische Maultaschen und die schwäbischen Spätzle, aber es gibt noch ein paar mehr, auch im Bereich Wein, auch im Bereich der Spirituosen, vor kurzem der Hohenloher Birnenbrand wurde eingetragen, das war das jüngste Neumitglied und so weiter und so weiter. Und dann als letzter Punkt dann eben, nicht alle Unternehmen in Baden-Württemberg, die ihren Sitz haben, können Rohstoffe aus Baden-Württemberg beziehen. Auch die nehmen wir mit, da arbeiten wir eben eng zusammen mit einem Kooperationsverbund, mit einem Wirtschaftsverein, der Fördergemeinschaft für Markenhersteller aus Baden-Württemberg. Da sind wir auch am Point of Sale jetzt beispielsweise dann wieder mit diesen Unternehmen. Das sind über 100 Unternehmen eben von Rittersport oder eine Firma Seeberger, die exportiert und importiert in über 65 Länder der Erde, Trockenfrüchte und so weiter. Und die sind natürlich genauso ein regionaler Hersteller, aber da kommen eben nun mal die Cashewnüsse nicht aus Baden-Württemberg und werden sie auch in absehbarer Zukunft nicht tun. Hoffentlich also nicht. Insofern haben wir einen ganzen Blumenstrauß und ich könnte das auch wieder abendfüllend machen, aber da gibt es dann die verschiedenen Maßnahmen. Wir sind auf Messen, also wir sind auf Fachmessen, auf Verbrauchermessen, auf Handelsmessen. Wir sind direkt eben am Point of Sale mit Verkaufsaktionen, schmeckt den Süden, Aktionswochen. Herr Ulzhöfer, Sie kennen sie. Wir sind im Handzettel vertreten, machen Handzettelaktionen wiederum mit dem Wirtschaftsverband. Wir sind in der Gastronomie, wir sind in der Gemeinschaftsverpflegung. Jetzt sage ich mal andersrum, wo wir nicht so gut aussehen, Herr Gempel, ist im Bereich Handwerk. Dort sind wir nicht wirklich, also da sind Sie wirklich einer der wenigen, die jetzt hier mit uns zusammenarbeiten. Da hat es noch Luft nach oben, sage ich jetzt mal auch ganz selbstkritisch. Da müssen wir besser werden, da muss das Handwerk, die handwerkliche Qualität, die ja etwas Besonderes darstellt und etwas, das haben wir jetzt vielfach schon gehört, das auch erhalten werden soll, da müssen wir noch einfach mehr dafür tun, dass mehr bei uns mitmachen. So viel mal in Kürze. Ich würde gleich noch eine kurze Nachfrage. Gerne. Sind denn tierische Produkte schwieriger zu vermarkten als jetzt eben die von Ihnen gerade genannten Produkte jetzt von Seeberger? Also generell die Frage, ob jetzt letztendlich tierische Produkte schwieriger zu vermarkten sind, würde ich mit Nein beantworten. Da
tut jetzt mein Blick auch wieder an die Profis, die Kaufleute sich richten. Ich glaube, der Hackfleischmarkt, kurz gesagt, ist nicht eingebrochen. Hackfleisch wird wie nach wie vor verkauft, aber eben die Anspruchsgruppen haben sich geändert. Also letztendlich ist es halt schon entscheidend, was kaufe ich für ein Hackfleisch? Entscheide ich mich beim Kauf eben beispielsweise für ein Hackfleisch, das aus regionaler Erzeugung stammt, das eben Dinge abbildet wie den Ohne-Gentechnik-Standard und jetzt eben auch im Qualitätszeichen Baden-Württemberg schrittweise den Tierwohl-Standard umsetzt etc. Also bin ich ein Quality-Shopper und lege das Geld auch wirklich hin und behaupte es nur, oder orientiere ich mich halt am Discount und sage, okay gut, Preis gilt, da gibt es die Preisführerschaft und daran orientiere ich mich. Also insofern, die Vermarktung selber von tierischen Erzeugnissen würde ich jetzt nicht als schwieriger erachten als für nicht tierische Erzeugnisse, aber wir haben generell die Herausforderung, dass wir eben diese Produkte, die erklärungsbedürftig sind, sie haben nun mal, also da geht es sozusagen jetzt ökonomisch um Vertrauenseigenschaften, sie haben keine Möglichkeit zu erkennen, kommt dieses Erzeugnis, bleibt mal beim Hackfleisch, tatsächlich aus der regionalen Erzeugung, entspricht es dem entsprechenden Standard und so weiter. Da brauchen Sie wieder eine TRIP-Zertifizierung, die Ihnen das letztendlich dann auch absichert. Und da ist natürlich das Land als staatlicher Akteur der größte Garant, weil er letztendlich auch eine gewisse Überparteilichkeit hat. Und in diesem System eben dreistufig durch eine unabhängige Kontrolle können wir das machen. Und da sage ich aber auch gleich auf der anderen Seite, dem gegenüber steht eben viele Anforderungen von der Gesellschaft, die die Politik und der Landtag dann ja auch versuchen, schrittweise als Zeichenträger umzusetzen. Aber wir können am Schluss auch kein, da werden Sie mir recht geben, Herr Kurz, kein in Schönheit sterben, der Symbol schaffen, das allen Anforderungen entspricht, dem höchsten Tierwohlstandard, den Biodiversitätsanforderungen und so weiter und keiner kauft's. Also das ist eben letztendlich dann auch ein Spannungsfeld, das, wie gesagt, nicht durch uns gelöst und bestimmt wird, sondern durch die Politik. Am Ende ist es hier der Zeichenträger, vertreten durch das zuständige Fachministerium und unseren Aufsichtsratsvorsitzenden, der letztendlich, der Minister Haug, entscheidet dann am Ende, wie sieht das aus. Und das hat er auch schon gemacht. Wir haben dieses Qualitätsprogramm neu notifizieren lassen bei der EU. Das erspare ich Ihnen, was jetzt da dahinter steht. Aber da gibt es einen Fahrplan für die nächsten Jahre und da werden eben diese Themen Schritt für Schritt angesprochen. Okay, Dankeschön. Werner, die Metzgerei Häfele schlachtet immer noch. Die schlachtet selber, das ist, haben wir gerade gehört, ist keine Selbstverständlichkeit mehr. Das ist für die duale Hochschule in Heilbronn eine sehr interessante Geschichte, weil du ungezählte Mengen von Studierenden durch die Schlachtung geführt hast. Für Lehrzwecke ist das ja tatsächlich zulässig. Und dann muss man sich mit den Studierenden morgens um 5 Uhr treffen bei dir. Und dann gibt es irgendwie zuerst dann die Schweineschlachtung und danach gibt es die Rinderschlachtung. Und wir hatten in den, also ich hatte in den vielen Jahren nur ein Mädchen, das umgekippt ist. Also die meisten Studierenden kriegen das eigentlich tatsächlich auch ganz gut hin. Aber es ist ein wichtiges Produkt nachher im Lebensmitteleinzelhandel und deshalb ist es auch wichtig zu sehen, dieses Schnitzel wächst eben nicht auf dem Teller. Warum macht ihr das noch? Also ich bin ganz froh, dass ich das immer noch mit der dualen Hochschule machen darf, das Schlachten. Food Management, alle, die Food Management studiert haben, seit 15 Jahren sind bei uns durch den Schlachtbetrieb durchgegangen. Und wenn es irgend möglich ist, machen wir es auch mit BWL Handel. Da schaffen wir aber nicht alle Kurse, weil das sind ja viel zu viel. Aber alle, die Food Management studiert haben. Und ich habe immer gesagt, wenn jemand Food Management studiert, dann muss er sehen, wie Tiere ordentlich geschlachtet werden. Und die Resonanz von den Studierenden ist immer das gleiche gewesen. Die sind total erstaunt, wie harmonisch, also harmonisch ist jetzt in dem Fall ein grenzwertiger Begriff, aber wie harmonisch Schlachtung abgeht. Das sind alles Menschen, die da arbeiten, das sind fast nur Deutsche
oder sprechen zumindest alle sehr gut Deutsch und sind Metzger, Metzgermeister, Fleischtechniker, nicht irgendwelche Hifis, die dort arbeiten. Und mit denen kann man sogar während dem Schlachten reden, die kann man was fragen und auch wie die Betäubung funktioniert, da gibt man immer sehr viel Mühe, das zu erklären. Die sind immer total, die verstehen das nicht, weil die Bilder, die sie im Kopf haben, unterscheiden sich ganz deutlich von dem, wie bei uns, und das ist bei Kühnles auch nicht anders, real geschlachtet wird. Ein zweiter Punkt noch. Wir sind jetzt dabei, ich hoffe, dass es ab nächsten Monat klappt, Hofschlachtung einzuführen. Muss es vielleicht erklären, Hofschlachtung heißt, dass das Tier, in dem Fall ist es ein Biolandbauer, die Tiere leben 10 Monate lang im Freien an der Mur. Die trinken aus der Murs Wasser und wenn die Kälber auf die Welt kriegen, ist auch kein Tierarzt dabei. Die leben eigentlich, sage ich mal, fast wie im Paradies. Und die wollen wir jetzt immer auf dem Hof schlachten. Schlachten heißt aber, die werden auf dem Hof betäubt mit Schussapparat und entblutet. Da ist ganz wichtig, dass die Zeiten eingehalten werden, dass von der Betäubung bis zur Entblutung, Beginn der Entblutung bis zum Stechen, nur also maximal 30 Sekunden, aber im Regelfall 60 Sekunden, aber im Regelfall nur 30 Sekunden. Das ist dann manchmal schwierig, das zu konstruieren, aber wir sind dabei und das Veterinäramt sieht den Weg auch positiv. Jetzt muss das halt noch voll abgewickelt werden. Und wenn dann das Tier entblutet ist, dann wird es transportiert in den Schlachtbetrieb. Also das eigentliche Ausnehmen und Enthäuten und alles, das wird im Schlachtbetrieb gemacht. Der darf aber nicht allzu weit weg sein. Also von daher ist die Regionalität bei der Hofschlachtung immer in einem sehr engen Radius möglich. Also in der Richtung wollen wir uns weiterentwickeln. Ich muss aber ehrlichkeitshalber sagen, wir werden ganz sicher nicht alle Tiere auf dem Hof schlachten, sondern das geht halt dort, wo zum Beispiel im Biolandbetrieb, wo die Tiere im Freien sind, die auch viel mehr Freiheit gewohnt sind. Also wenn wir Probleme hätten bei uns im Schlachthof, war es immer mit den Biolandtieren, weil die sind halt Freiheit gewohnt. Die sind nicht bloß angetrampelt, sondern die haben sich bewegt. Und das ist auch mit dem Veterinäramt abgesprochen, dass wir das mit den Biolandtieren machen, weil dann manche Probleme bei der Schlachtung gar nicht auftauchen. Herr Gempel, welche Hürden, die momentan in der Schlachtung entstehen, würden Sie denn gerne im Sinne der Schlachtbetriebe abschaffen? Bevor ich auf Ihre Frage konkret antworte, schaue ich zu Herrn Häfele rüber und sage, ich freue mich sehr, dass Sie, wie es gesagt wurde, noch schlachten. Ich wollte, dass ich das noch wegnehmen kann. Ich freue mich, dass Sie an der handwerklichen Schlachtung festhalten. Denn sie ist natürlich nicht nur die beste Schlachtung, sondern sie ist vor allem auch die teuerste. Sie müssen von Ihrem Betrieb, so wie alle anderen hier, Sie müssen von Ihrem Betrieb Ihre Familie ernähren. Und die handwerkliche Schlachtung ist die teuerste, weil sie eine Einzelschlachtung ist, weil da jedes Tier einzeln drankommt, weil sie von gelernten Fachkräften durchgeführt wird, weil sie dezentral durchgeführt wird. Und der Staat ist auch schuld, dass es die teuerste ist. Und das liegt an den Fleischhygienegebühren. Das wurde bereits angesprochen. Ich habe Ihnen eine allgemeine Fleischerzeitung ausgelegt. Und dort finden Sie unter anderem eine Seite, wo eine handwerkliche Schlachtung eines Rindes beschrieben wird. Und wenn Sie, jetzt mache ich ein bisschen Eigenwerbung, wenn Sie auf meinem YouTube-Kanal gehen, dort finden Sie vor 3 Wochen online gestellt eine sehr sachliche Reportage über eine Rinderschlachtung mit inzwischen 2400 Aufrufen und keinem einzigen negativen Kommentar. Und wir haben das so gezeigt, wie es wirklich ist. Ich möchte, bevor ich auf Ihre Frage antworte, verehrte Frau Professor Schäubrein, auf eine Frage antworten, die ist hier im Raum gestellt worden und auf die hat gar niemand geantwortet. Herr Kühnle hat in seinem Vortrag gefragt, was ist denn eigentlich
Tierwohl? Was ist denn eigentlich Tierschutz? Und damit ist die Frage, ist das etwas Absolutes, wo es nicht mehr um irgendwelche Abwägungen geht? Beispielsweise die Abwägung, was Tierwohl kostet, auf welcher Stufe. Wissen Sie, in meinem Tiefkühlschrank zu Hause sind 3 ganze Labelle-Rouge-Hähnchen. Herr Uelzhöfer weiß, was ein Labelle-Rouge-Hähnchen ist. Das ist ein französisches Freilandhuhn. Das wiegt ungefähr 1,7 Kilo. Das Kilo kostet etwa 15 Euro. Eines dieser Hähnchen kostet 25 Euro. Die 3 Hähnchen sind 75 Euro wert. Das ist im Bereich Tierwohl Hähnchen das Maximale. Das muss aber auch jemand bezahlen. Und hinter der Frage von Herrn Kühnle steht natürlich, ist Tierschutz etwas Absolutes oder ist es, was auch im Rahmen eines Abwägungsprozesses so gut wie möglich für das Tier zu bestimmen ist. Und ich freue mich, dass ich diesen Beweis angetreten habe, dass eine schmerzfreie Schlachtung für das Tier möglich ist und dass ich diesen Beweis dokumentiert habe. Im Übrigen, ich habe mein Metzger gelernt, ich habe auch das Schlachten gelernt. Also die Frage, was ist Tierwohl? Und dann natürlich auch die Frage, warum dürfen wir töten? Die dürfen wir gerne noch vertiefen und beantworten. Das Schlachten ist kein Gewaltakt. Natürlich geht da irgendwann beim Entblutestich das Messer rein und natürlich gibt es Muskelreflexe, aber das Tier ist vollständig betäubt. Liebe Herrschaften, wenn wir auf dem OP-Tisch liegen und es geht das Messer rein, dann könnte man da ähnliche Bilder finden. Konkret zu Ihrer Antwort, zu Ihrer Frage. Welche Hürden? Hürde Nummer 1, und da schaue ich vor allem mal die Landwirte an. Wenn ständig von den tierfreundlichen Ställen geredet wird, dann sollen doch bitte diese tierfreundlichen Ställe auch gebaut werden dürfen. Und ich könnte Ihnen in ganz Deutschland Landwirte zeigen, die tierfreundliche Ställe, Auslaufställe bauen wollen, die sie nicht bauen dürfen, weil baurechtliche Vorschriften, Emissionsvorschriften, Nachbarschaftseinwände, weil irgendetwas dagegen steht. Also es muss natürlich das, was man will, auch möglich sein. Und die regionalen Schlachtbetriebe brauchen Förderung. Kleine wirtschaftliche Einheiten, kleine Auflagen. Und große wirtschaftliche Einheiten vertragen andere Auflagen. Wir müssen konkret die Frage beantworten, hier sind viele politisch denkende Menschen, wir müssen die Frage beantworten, was ist in diesem Sinne Gemeinwohl? Und zu dem Thema Tierwohl ganz klar, meine Damen und Herren, der Artikel 1 des Grundgesetzes heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Der Artikel 1 des Grundgesetzes heißt nicht, die Würde des Schlachtschweins, der Milchkuh und des Legehuhns sind unantastbar. So heißt er nicht, so soll er auch nie heißen, weil es das komplette Ende der landwirtschaftlichen Tierhaltung wäre. Und mit dem kompletten Ende der landwirtschaftlichen Tierhaltung hätten wir nicht mehr unsere Regionalentwicklung. Also die regionalen Schlachthöfe brauchen staatliche Förderung, weil sie ansonsten rein aus Kostengründen einfach untergehen. Ach ja, nachdem ich das Grundgesetz zitiert habe, ich zitiere Ihnen noch die Bayerische Verfassung, nur mit einem Satz. Im Artikel 151 der Bayerischen Verfassung steht, alles Wirtschaften dient dem Gemeinwohl. Und jetzt müssen wir fragen, was ist denn das Gemeinwohl bei Fleisch? Das Gemeinwohl ist ganz bestimmt nicht erfüllt, wenn die Menschen das billigstmögliche Hackfleisch im Discounter kaufen. Und ich glaube, da würden sich die Metzger und der Herr Uelzhöfer einig sein. Das ist nicht das Gemeinwohl. Hinter dem billigstmöglichen Hackfleisch im Discounter stehen keine Prozesse, die dem Gemeinwohl dienlich sind, sondern eher solche, die dem Gemeinwohl entgegenstehen. Ich habe mich auf die Frage vorbereitet und ich habe mir überlegt, welche Maxime gebe ich zu dieser Frage.
Und die Maxime entleihe ich von Ernst Ulrich von Weizsäcker, der in seinem Buch Faktor 4, halbierter Ressourcenverbrauch, doppelter Wohlstand, sinngemäß geschrieben hat, dass wir uns auch durch staatliche Maßnahmen gefördert das Leben ökonomisch leisten können müssen, das wir ökologisch wollen. Das heißt also, dass ich alle Menschen den Einkauf von einem Schweineschnitzel aus Auslaufhaltung von guter handwerklicher Wurst leisten können müssen. Das ist Gemeinwohlorientierung und den Appell gebe ich gerne auch an die anwesenden Politiker weiter. Gut, dann gucke ich mal in Richtung, keine Fragen aus dem, ja. Gut, gibt es denn Fragen vielleicht? Ja. Also mir ging es jetzt da die ganze Zeit um die Diskussion, Sie haben sehr ausführliche dargelegt, was Sie alles machen für die Vermarktung, aber uns, also gerade wir selbst schlachtende Betriebe, uns geht es ja darum, erst einmal in die Vermarktung zu kommen, das heißt, dass wir unsere eigene Schlachtung auch weiterhin betreiben können und da sieht man halt schon sehr viele Hürden, welche auch, wie der Herr Gempel gerade gesagt hat, die kleinen Schlachthöfe können nicht die gleichen Anforderungen erfüllen, wie jetzt zum Beispiel ein großer Schlachthof wie jetzt Tönnies oder sonst irgendwas. Und von der Maßnahme her, die man ergreifen muss, wie von der Desinfektion oder so, es wird überall sauber gearbeitet, weil wir auch selbst für unser Material, was wir selber schlachten, sind wir ja verantwortlich und wollen ja auch unser Bestmögliches geben, damit wir gute Produkte oder gute Qualität an unseren Kunden weitergeben können. Aber das geht mir einfach ein bisschen jetzt da bei der Diskussion ein bisschen weg, also weg von dem Thema, wie kann man die Schlachtung unterstützen hier in der Region oder in jeder Region in Deutschland, weil das wandert dann irgendwann einmal aus. Jeder sagt, ich mache mir die Finger nicht mehr schmutzig, ich will mich mit dem nicht mehr befassen, weg vom Tisch, dann kommt die Schlachtung ins Ausland und dann haben wir genau eigentlich das, was wir nicht wollen. Oder alles Unangenehme versuchen wir in Deutschland ja alles ein bisschen vom Tisch zu kehren und irgendwo wegzuverlagern. Überall ist es toll, eine Müllverbrennungsanlage ist toll, aber von der eigenen Haustür will ich es nicht, ich will kein Krematorium, alles ist toll. Und so geht es halt mit jedem einzelnen Handwerksbetrieb oder mit verschiedenen Teilen von unserer, ja, wie ich das sage, bitte? Mit verschiedenen Teilen unserer Wertschöpfung. Ja, Wertschöpfung, also du bist dann einfach nichts mehr wert und das, sobald es halt einmal wie geht, wie es sich sein oder wie angesprochen wurde mit dem Gewissen, sobald man als Handwerker auch nicht mehr keine Aussehe hat oder sowas, dann macht das auch keinen Spaß mehr. Also ich bin ein Handwerker mit Leib und Seele und ich könnte mir nie was anderes vorstellen, dass ich sowas gemacht habe. Und die Vorwürfe, wo dann halt gemacht werden, es ist halt so, ein Tier muss halt geschlachtet werden. Wie man das dann letztendlich erledigt, ist jedem selbst überlassen. Aber ich finde, wir machen das alle handwerklich gut und jeder ist bemüht, dass er das ordentlich macht. Und wenn das dann mit solchen Schandbildern, wenn sich die Leute halt nur informieren über YouTube, da gehen wir einfach Schlachterei, da sehe ich die haarsträubendste Sache von Anatolien oder was weiß ich, oder egal, von irgendwelchen Herren Ländern, was die in Verbindung bringen mit Schlachter und wie sie sagen, Häfele, wenn die Studierenden da durchgehen und sagen, das kann ja auch ganz anders vonstatten gehen, gell? Und das finde ich eigentlich schade, da gehört irgendwie ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit betrieben. Gut, dann bedanke ich mich für Ihr Statement. Es war ja weniger eine Frage, sondern genau mehr ein Statement. In der Tat, diese Frage, dieses Handwerk zu erhalten, weil wenn das Handwerk nicht mehr in der Region ist, ist es auch schwierig. Es geht auch viel Wissen verloren. Also diese diejenigen, die jetzt dieses Wissen noch haben, die das auch weitergeben in ihren Betrieben, wenn das einmal eingestellt wird, geht auch dieses Wissen in irgendeiner Form verloren. Das haben wir in allen möglichen Bereichen natürlich, in der Wirtschaft, aber das haben wir auch hier in diesem Betrieb. Wir sind jetzt tatsächlich in der Zeit schon sehr, sehr vorangeschritten. Nichtsdestotrotz gibt es denn aus dem Publikum noch, wir haben den Herrn Hahn, jetzt habe ich Ihren Namen halt. Also, ich möchte der Politik eigentlich, wir brauchen Rahmenbedingungen.
Wir brauchen keine Förderungen, wir brauchen Rahmenbedingungen, dass vom Erzeuger zum Kunde, zum Endverbraucher eine direkte Linie ist. Und die Rahmenbedingungen können nur geschaffen werden, wenn wir regionale Schlachtungen und Betriebe haben. Wenn die weg sind, dann sind sie weg. Und zu Ihrem Label-Desaster vorhin. Sagen Sie mir mal, wissen Sie, wie viele Labels in Deutschland gibt? Kann ich Ihnen nicht sagen. Wissen Sie, wer dort davon lebt, von den Labels? Also wir sicherlich nicht, weil wir verlangen nichts dafür. Egal, aber von den Labels werden Betriebe kontrolliert. Da kommen Leute auf die Betriebe, wo sie kontrollieren und die leben davon. Bringen denn Betriebe, du das in kurz, bis das nächste Label kommt. Und dann wieder kurz. Ich kann Ihnen das. Muss ich Ihnen widersprechen? Da sitzen auch Leute im Publikum, wo ganz klar sagen kann, dass ohne das Qualitätsprogramm sie heute nicht mehr dabei wären. Das Qualitätsprogramm Baden-Württemberg, also da widerspreche ich Ihnen ganz vehement. Wie viel Betriebe hat es einen Kredit die letzte Zeit? Letztendlich habe ich ja schon mal gesagt, wir haben über 5000 Landwirte noch, in diesem Programm. Noch. Und lassen Sie mich bitte ausführen, Ihre Frage zu beantworten. Ich bin noch nicht ganz fertig. Jetzt lassen Sie mich und dann kriegt er das Mikrofon und dann bist du. Ganz kurz. Ich sage Ihnen das nämlich ganz ehrlich, ich war dabei, wo das Landliebe-Label angefangen hat ohne Gentechnik. Und das muss man sich mal vorstellen. Wenn man ein Produkt ohne Gentechnik, was ist denn ohne Gentechnik? Wenn das ein Aushängeschild sein soll, ohne Gentechnik, dann ist ja das schon einmal, Gentechnik haben wir ja alle irgendwo in uns, wir sind ja voller Gene und alles Mögliche. Und dann ohne Gentechnik, das hat den Landwirten 1 Cent pro Liter Milch gebracht damals. Und das genau so lang, bis das nächste Label gekommen ist. Und das Ende vom Lied, wissen wir, Campina in Heilbronn gibt es nicht mehr. Wollte ich bloß damit zu sagen, die ganzen Labels, wir können Labels machen, so viel wie wir wollen, die ganze Labels, die bringen überhaupt nichts. Das ist meine Erfahrung als Landwirt. Ja, wie gesagt, also ich widerspreche vehement bei den beiden Qualitätsprogrammen. Es sind ja nicht irgendwelche Bäpper, die sie vergeben, das Land, sondern letztendlich dahinter steckt eben letztendlich das Land, das mit seiner ganzen Macht dafür sorgt, auch letztendlich, dass diese Transparenz und die Wahlfreiheit hergestellt wird. Wir haben in Baden-Württemberg immer noch die Situation, dass unter den 80%, die zwar sagen, sie kaufen regionale Lebensmittel, wir haben das schon verschiedenfach gehört, tatsächlich nur ein kleiner Teil sich dafür entscheidet, aber unter Umfragen, die wir selber gemacht haben in Baden-Württemberg, geben immer noch ein Viertel an, also roundabout 25%, dass sie regionale Produkte gar nicht erkennen würden im Einkauf. Das heißt, da ist trotzdem noch ein Spannungsfeld, obwohl diese Qualitätsprogramme schon Jahrzehnte eingeführt worden sind, ist es immer noch ein ständiger Kampf am Markt, dass wir letztendlich auch dort als Wegweiser in dieser Kombination Regionalität und Qualität wahrgenommen werden. Und dafür kämpfen wir jeden Tag. Und es ist so, dass wir natürlich nicht eine Generallösung für die gesamte Landwirtschaft bieten können, sondern das ist nur ein Ausschnitt, das ist ganz klar. Das sind diejenigen Betriebe, die sich eben entscheiden, diese Standards mitzugehen. Und die Entscheidung, den Ohne-Gentechnik-Standard zu machen, habe ich schon zweifach gesagt, ist letztendlich an anderer Stelle entschieden worden. Unabhängig davon fand ich es richtig. Aber das jetzt letztendlich anzuführen, dass dann Dritte, wie jetzt Landliebe, die mit uns überhaupt nichts zu tun haben, die letztendlich auch nicht bei unseren Qualitätsprogrammen mitarbeiten, gescheitert sind, anzuführen, dass sowas keinen Sinn macht, halte ich für unfair, gelinde gesagt. Weil es gibt einfach Beispiele, wo wir wirklich zeigen können, dass wir über Jahrzehnte ein Garant waren dafür, dass letztendlich dort
eine Absatzsicherung zumindest, wenn nicht sogar eine Absatzausweitung erfolgt ist. Und vielleicht fragen Sie die Praktiker, weil es ist natürlich so, ich gebe Ihnen an einer Stelle recht, ich werde immer für die Qualitätsprogramme reden. Und Sie müssten jetzt mal mit jemandem sprechen, der letztendlich die Qualitätsprogramme nutzt, damit Sie da auch einen fairen Einblick bekommen. Da sitzen zumindest zwei im Raum. Das wäre jetzt mein Angebot an Sie. Besser, die berichten darüber. Hat es denn was gebracht? Hat es den Landwirten dahinter was gebracht? Da gebe ich jetzt einmal nach links an den Landwirt und dann noch an den Herrn Kurz. Zwei Sachen. Also erstens mal, Campina hast du genannt. Die haben den Kara marketingmäßig voll gegen die Wand gefahren. Ja, das war nur ein Beispiel. Naja, gutes Beispiel. Ja. Die Campina Butter kommt aus Holland, die Campina Milch ist aus Nordrhein-Westfalen gekommen. Also Landliebe Butter aus Holland. Kaffee, sie haben auch mal Landliebe Butter gekauft, Kaffee doch nicht mehr. Dann Landliebe, wo ich denke regional, weil das war ja Südmilch Landliebe aufgebaut, ja. Kam aus Nordrhein-Westfalen und Joghurtbecherle kommt aus Heilbronn. Ich habe vor Jahren mit dem Werksleiter von Heilbronn gesprochen, habe gesagt, wieso macht ihr nicht das QZBW drauf? Sagt er, wir können unsere Linie nicht anhalten, weil wir ja bundesweit vermarkten. Sagt er, dann haltet halt eure Linie an, macht ein anderes Bäbele drauf und verkauft das Joghurtbecherle 10 Cent teurer. So teuer kann es doch gar nicht sein, die Linie zu stoppen. Und dann hält die halt 10 Minuten an, dann kommen ein paar tausend Becher mit QZBW. Nein, machen sie nicht. Also die haben das Vollgas gegen die Wand gefahren. Und dann irgendwann war halt Ende Gelände, die Holländer sind jetzt in Müllermilch verkauft. Ja. Also so viel zum... Und dann ohne Cent, das hätte die, aber du bist, das war eine holländische Genossenschaft, du hast mit denen nicht schwätzen können. Also das habe ich noch als Bauer Georg sozusagen gemacht, nicht als Landespolitiker. Das zu Campina. Und dann nochmal, ich habe es vorhin schon gesagt, unser Betrieb wäre ohne das Regionalzeichen wahrscheinlich nicht mehr am Markt. Ich bin 97 eingestiegen, früher schon, als 97 habe ich es übernommen, was da ein Kollege, ein Legehennerhalter aufgehört hat, die 97 noch eine große Nummer war, du bist mehr wie die Hälfte weg. Die gibt es einfach nicht mehr. Die gibt es nicht mehr. Und das liegt, weil wir das frühzeitig erkannt haben im Regionalmarketing und auch unsere Kollegen, wir nennen uns die 08er-Gruppe, drauf 08en ist so das Wortspiel, weil die Landeskennung von Baden-Württemberg ist 08. Und wir wollen jetzt dem Verbraucher beibringen, dass die Eier mit der 08 drauf die guten sind sozusagen. Und dass wir halt teuer, also wir produzieren Qualität und sind dadurch teurer und das funktioniert aber. Die Sache haben wir jetzt auch eine Delle natürlich, je höherpreisig du produzierst, desto mehr hat es dich getroffen. Seit dem Ukraine-Krieg ist ja eine starke Kaufzurückhaltung zu spüren, hast du vorhin auch gesagt. Die machen den gleichen Umsatz, aber erheblich weniger Menge. Unsere Biobetriebe haben das extrem, haben da extrem drunter gelitten. Aber nochmal, ohne das Regionalmarketing wird es unserem Betrieb in der Form nicht mehr gehen. Also ich habe nachher noch natürlich noch eine Frage in der Heilverlegung, auch an den Herrn Kühnle bezüglich der Schlachteinrichtung bzw. auch der Schlachtstätte als solches. Aber ich muss natürlich jetzt keine Antwort geben oder muss ein Statement geben für die Anregung vom Herrn, wie war Ihr Name? Vom Herrn Hahn. Vielleicht zur Information, wir haben ja bis im Jahre 2012 einen eigenen Schlachtbetrieb gehabt mit Öffentlichkeitscharakteristik und ich bin also ein Verfechter der eigenen Schlachtung nach wie vor und auch ein Verfechter der Betriebe, die weiterhin selber schlachten, wenn sie es dann auch machen können. Hochachtung. Wir haben die Schlachtung aufgegeben, nicht weil wir nicht mehr wollten, sondern weil es wirtschaftlich nicht mehr darstellbar war. Das ist eine klare Aussage, muss ich leider so sagen. Die Schlachtungen gingen zurück, aber nicht von unserer Seite als Firma Kurz, sondern von den Betrieben, die wir eben in der Lohnschlachtung eben auch betreut haben. Das ist nachhaltig und zudem wären in diesen Jahren auch nochmal erhebliche Investitionen angestanden und überall kann man nicht investieren, obwohl ich es mit Leib und Seele gemacht hätte. Die Schlachtung hat bei uns hervorragend funktioniert, auch tierartgerecht, muss ich ganz klar sagen. Ich kann da jetzt könnte 2 Stunden Statement abhalten, wie wir das geplant haben damals, mit viel Aufwand und nach 2003 nochmal sehr viel Geld in die Tierschutzschlachtverordnung, in die zum damaligen Zeitpunkt neu aufkommende Tierschutzschlachtverordnung, haben aber den Turnaround dann trotzdem nicht geschafft. Wir schlachten immer Genossenschaftsbetrieb, Gott sei Dank gibt es einen, der nicht weit weg ist und da bin ich auch ein großer Verfechter, dass das funktioniert und auch ein Verfechter der heimischen Landwirtschaft, ist also keine Frage. Jetzt ganz kurz zum Zeichen. Wir sind ja Zeichennutzer seit dem Jahr 1993 und waren der erste Betrieb in ganz Baden-Württemberg, der das auf diese Beine für sich selbst auferlegt hat, und zwar bei Rind und Schwein.
Es war eine Herkulesarbeit, aber wir standen vor der Entscheidung, im Bereich Marketing kreieren wir ein eigenes Zeichen. Ich sage jetzt mal, auch zu dieser Zeit ist die schwäbisch-hellische Geschichte groß geworden, Anfang der 90er, und sagten dann, warum denn nicht ein Landeszeichen nehmen, beziehungsweise QZBW, wo wir sprechen ja von einem Herkunftszeichen und erst und zweiter von einem Qualitätszeichen. Also es ging um die Herkunft. Das betreiben wir bis zum heutigen Tag mit äußerster Vehemenz. Wir haben über 25 landwirtschaftliche Betriebe mittlerweile, Vertrag ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber unter den Zeichennutzern, die ausschließlich an uns ihre Tiere liefern nach wie vor. Und deswegen haben wir sehr viel Nutzen davon bezogen, weil wir uns, wie gesagt, sehr eng mit den Betrieben zusammengesetzt haben. Ich möchte jetzt nicht zu weit ausschweifen, aber ein Punkt noch zum Thema GVO-frei. Selbstverständlich kam das Thema GVO-frei hier auf und wir standen vor der Entscheidung, mitmachen oder weichen im Zeichen. Wir haben lange Kalkulationen mit den Landwirten Schwein und Rind durchgeführt, was denn effektiv jetzt das GVO-freie Futter dann kostet im Einkauf und auch eben in der weiteren Handhabung. Und haben eine Einigkeit entziehen. Das waren nächtelange Diskussionen mit den Landwirten, wer überhaupt Lust hat mitzumachen und wo liegt denn das Preissegment, das denn der Landwirt dann haben muss. Ob jetzt regional GVO-frei oder überregional oder überseeregional GVO-Bezug. Das war auch zu diskutieren. Es hat geklappt und es klappt bis zum heutigen Tag. Ist keine Frage. Wenn ich natürlich das machen will, dann muss ich auch versuchen, mit den Landwirten einherzugehen, weil ohne die Landwirte geht es eben nicht. Und da muss ich auch wieder eine Lanze brechen. Ne? Wir müssen eng mit den Landwirten zusammenarbeiten, sonst haben wir die nicht mehr. Ne? Wir haben ja gerade von den Ferkelerzeugern, können die jetzt auch zwei Stunden drüber reden. Ne? Wenn wir rausgehen, da geht es nicht um den Maschbetrieb, sondern da geht es eher schlimm um den Ferkelerzeuger. Und auch, wir sind hier natürlich sehr männliche Tierlastig bei den Rindern, muss ich sagen. Wo ist denn der Bullermäster und wo könnte der weiterhin auch existieren? Muss ich ganz klar sagen. Also nochmal, wir sind Verfechter von QZBW, keine Frage, man muss es natürlich leben, ne? Und nicht halbherzig, das ist keine Frage. Entweder man will es oder man will es nicht. Und so ging es auch mit der Schlachtung. Frage jetzt, regionale Schlachtung und regionale Betriebe, ich sage jetzt auch an der Stelle, hoffentlich kann der Herr Kühnle bald wieder schlachten, wenn er dann den Eingang findet mit der Behörde, wenn er den Eingang findet mit Investitionsmaßnahmen, wie auch immer. Ne? Das ist nun mal so, da brauche ich eine Balance, eine funktionierende Balance von meinem Betrieb, so wie der eben gelagert ist, inklusive der Behörde. Was mich jetzt noch ein bisschen interessiert, und das ist jetzt auch Frage, wir haben ja nur noch Statements, sondern auch Fragen, wir brauchen auch Menschen zum Schlachten. Ne? Wir brauchen Menschen, die vorhanden sind, die es können, die es mit Akribie machen, die auch krank werden, die Urlaub brauchen. Ne? Und wir brauchen eine gewisse Anzahl an Menschen, um so einen Schlachtbetrieb aufrechtzuerhalten. Kleinerer Betrieb braucht weniger Menschen, Mittelbetrieb braucht mehr Menschen, Großbetrieb sehr, sehr viele Menschen. Wie gestaltet sich denn die, ich sage jetzt mal ganz einfach, die Menschenfindung und die Findung von Mitarbeitern oder die Anlernung? Werner, wir kennen uns jahrzehntelang schon, keine Frage. Der Herr Kühne kennt jetzt nicht so intensiv, aber ohne Menschen, und das war bei uns ein riesen, nicht ein Problem, aber eine ganz große Aufgabe, die Menschen dazu gewinnen, auch schlachten zu wollen an diesem, sage ich jetzt mal, kleinen Schlachtband. Das hat auch der Herr Häfele oder auch hier bei dieser regionalen Schlachtung. Wir können es nicht selber durchführen. Ich brauche ja auch Menschen, mit denen muss ich kommunizieren und ich brauche Nachwuchs. Ich kann den Schlachter fördern mit Geld, mit allem Möglichen, aber ich brauche eben auch Menschen. Ich sage es nochmal. Groß oder kleine Betrieb, das spielt keine Rolle. Auch der Handwerksbetrieb braucht einen Mensch oder zwei oder drei, die eben das A können und B auch dann mehr oder weniger nachhaltig wollen. Ja, da müssen wir auch dafür sorgen. Das ist meine Frage, wie sich da die Zukunft darstellt, eben Menschen zu finden, Fachleute oder auch andere Kräfte, um diese tierartgerechte, da gefällt mir aber nicht so arg, das Sie vorher benutzt denn nicht, sondern wir müssen tierartgerecht sprechen, gestalten Sie mir den Einwand durchführen zu können. Was haben wir falsch gesagt? Herr Kurz, danke für Ihre Frage. Die ist natürlich bemerkenswert, aus dem einfachen Grund, weil, wie Sie ja richtig sagen, ohne Mensch kein Betrieb, keine Schlachtung, ganz klar. Aber auch hier muss man einfach sehen, dass natürlich auch handwerkliche Schlachtung, so wie man sich jetzt nun mal vorstellt, dass da das Tier läuft, das wird geschossen, der Metzger bückt sich, das wird aufgehängt, das hat was mit körperlicher Arbeit zu tun.
möchte ein Beispiel nennen. Wir hatten vor Jahren die Diskussion mit der Schweinebetäubung. Das ist für mich immer der Klassiker. Wir hatten Veterinärbehörden von Tübingen im Haus, die sagten, bei der Firma Kühnle läuft die Rinderbetäubung, die Rinderschlachtung sehr, sehr gut. Gehen wir komplett d'accord. Aber, Herr Kühnle, bei der Schweineschlachtung sehen wir ein Problem der sogenannten Schnappatmung. Das heißt, Tiere, die nach der Entblutung am Hinterfuß hängen, krümmen sich und sperren das Maul auf und es besteht die Möglichkeit, dass hier die Elektrobetäubung nicht 100% funktioniert haben könnte. Wollen wir immer sagen. Uns war klar, dass wir da Handlungsbedarf hatten und wir haben uns dann aus zwei Gründen für eine Schweinefalle entschieden. Punkt 1, weil wir wussten, der Mitarbeiter, der händisch Schweine betäubt, der muss körperlich stabil sein. Das ist eine sehr, sehr harte körperliche Arbeit. Der Mitarbeiter muss ein gutes Kreuz haben, er muss sich bücken und ein Tier, das, sage ich, 120 Kilo hat, auch mal etwas ziehen, 30 cm, 40 cm, je nachdem, wie er das Tier erwischt hat, wie es dann umfällt und wie er es dann aufschlingen kann. Der Mitarbeiter ist unter kolossalem Zeitdruck, weil der Veterinär bei uns zum Beispiel bei jeder Schlachtung immer mit der Stoppuhr dargestanden ist und die Firma Kühnle hat, oder im Veterinäramt liegt für jedes einzelne Tier, das die Firma Kühnle in den letzten Jahren geschlachtet hat, Minimum eine DIN A4-Blatt Protokoll. Für jedes Schwein, für jedes Rind. Definitiv. So. Das war uns alles klar. Die Mitarbeiter sind dann auf mich zugegangen und sagen, Chef, mach wie du willst, ich betäub kein Schwein mehr. Nicht, weil ich es nicht kann, sondern weil ich einfach 45 Jahre alt bin und außerdem tut mir mein Kreuz weh. Da war für uns die Sachlage komplett erledigt und wir haben uns dadurch dann für eine Schweinefalle entschieden. Was wiederum die Konsequenz hat, dass der Betäubeprozess extrem gut funktioniert. Zeitliche Einsparung, Betäubung und Elektrobetäubung und der Stech, also der Entbluteprozess, ist ja der Idealfall, wenn das bei 0 ist, 0 Sekunden. Weil ohne Blut kann kein Bewusstsein im Tier mehr sein. Wir haben das dann, da gibt es gesetzliche Maßnahmen und wir unterschreiten die um 50%. Das geht natürlich unglaublich, weil die Zange natürlich auch pneumatisch an den Kopf des Tieres eingesetzt wird. Das heißt, der Stromdurchfluss ist natürlich optimal. Das bekommt ein Mensch mit einer händischen Zange definitiv nicht hin. Nur, Sie müssen das Tier in die Falle reinkriegen. Das nächste Problem. Verlagert sich. Und jetzt sind wir beim Thema Tierwohl. Ein Tier geht in eine Schweinefalle, ein Schwein nicht so gern rein. Folgedessen müssen Sie sich da was überlegen, wo wir jetzt dabei sind. Und da gibt es dann Bilder, wo die Öffentlichkeit definitiv nicht sehen will. Wo ein Metzger hinterm Schwein herrast. Weil ein Schwein ein Gruppentier ist. Und sich natürlich definitiv schlecht vereinzeln ist. Wissen Sie, die Frage vom Herrn Kurz, wenn wir den Schlachtprozess nicht so gestalten können, und das habe ich ja vorher zu der Frau Professor, wollte ich da, dass sie vielleicht da noch was sagt, wenn wir es gar nicht schaffen, dass wir Bilder produzieren, wo auch junge Menschen sagen, du, ein Schnitzel esse ich gern, aber A, möchte ich natürlich auch mit 60 noch fit sein, mit 65 und mir dann nicht das Kreuz wehtun oder sonst was, sondern das Berufsbild als solches, des Schlechters, sage ich mal, das schlimme Wort, da müssen wir was tun. Da müssen wir eine Veränderung heranführen. Natürlich ist es auch nicht zielgerichtet, wenn man bei Tönnies das sieht, wie das in einer totalen Anonymität am Band in kleinsteiligen Schritten abgearbeitet wird. Aber wissen Sie, das ist so ein Spannungsfeld. Und wenn ich das noch abschließend sagen darf, klar, wir werden keine Mitarbeiter mehr bekommen, definitiv, auch wir natürlich nicht, wenn wir die Arbeitsbedingungen nicht so strukturiert, dass es die Leute, dass die einfach erstens mal leichter arbeitet, gerne arbeitet und auch im Bekanntenkreis erzählen können, ich schaffe beim Schlechter oder beim Metzger und tue Tiere töten. Aber das ist anerkannt, der macht es gut und das machen wir so und so, schau dir es genau an. Wissen Sie, in diesem Spannungsfeld müssen wir uns schon bewegen. Und das, glaube ich, schaffen wir nur, das ist jetzt meine Erfahrung der letzten 4 Monate, wenn die Politik, und das ist jetzt
da schiebe ich Ihnen, also muss ich schon klar sagen, den Ball ins Tor, wenn die Politik es nicht schafft, eine Verzahnung hinzubekommen zwischen Wissenschaft, also Universität, Tierwissenschaftler, Tierrechtler, Leute, die wissen, was eigentlich im Kopf des Tieres vorgeht, wenn der Schuss oder die Betäubung stattgefunden hat, und natürlich ausführende Behörde wie Veterinärbehörden und Tierärzte, Mitarbeiter des Veterinäramts, die theoretisch wissen, wie man ein Tier schlachtet, aber noch niemals ein Tier geschlachtet haben, noch niemals ein Tier entblutet haben selber. Ist auch ihr Geschäft, jetzt macht der Metzger, aber sie beaufsichtigen, korrigieren, verneinen und untersagen. Und wenn die Politik es nicht schafft, hier eine Verzahnung hinzubekommen, dass wir über reale Themen diskutieren können, die Öffentlichkeit auch versteht, nämlich dass ein Wissenschaftler erklärt, dass eine Krümmung von einem Rind nach einem Bolzenschuss zu 99% eine normale Angelegenheit ist, dass die Prüfung des Rindes mit dem Augenschlag und mit den Nüstern entsprechend korrekt zeitlich erfolgen muss. Das sind so Themen. Und da hoffe ich mir natürlich für meinen Betrieb, für die Zukunft, und ich würde es ja gar nicht machen, das muss ich Ihnen auch ganz klar sagen, ich hätte ja gesagt, gut, das war's jetzt, that's it. Nach der Erfahrung macht kein normal denkender Mensch nochmal weiter. Sie wissen ja, dass die ganzen Betriebe haben ja nach ähnlichen Vorfällen definitiv geschlossen. Nur, das ist meine Hoffnung, das sage ich Ihnen klar. Und dann sehe ich aber auch die Möglichkeit, dass wir eventuell die Chance bekommen, A, beim Kunden besser zu punkten und natürlich bei unseren Mitarbeitern. Also ich muss jetzt ein bisschen was Positives dagegen setzen. Wir haben nach wie vor Metzger, die Metzger mit Schlachtung lernen. Wir haben meistens, nicht in jedem Lehrjahr, aber zumindest in jedem zweiten Ausbildungsjahr jemand, der Fleischer lernt. Wir haben intensive Gespräche gehabt mit dem Veterinäramt, bei uns auch mit der Schlachtung, wie es weitergeht, Tierwohl. Da ist leider dabei rausgekommen, dass wir keine Kälber mehr schlachten sollen, aber nicht als Verordnung, sondern das Amt ist dankbar, dass wir das nicht mehr machen. Wir haben also ähnlich wie Kühle, wir haben freiwillig aufgehört, weil sie gesagt haben, das ist einfach zu gefährlich, wenn so ein kleines Tier durch die Gänge der großen Tiere läuft. Da passiert es halt öfters, dass ein Tier quer oder drunter oder drüber, und das ist nicht tierwohlgerecht. Das kann man natürlich durch entsprechende Umbaumaßnahmen, da sind wir aber gleich wieder bei 50.000 Euro. Und beim Kälberschlachten mit 50.000 Euro, das macht gar keinen Sinn. Und dann haben wir halt gesagt, wir lassen es sein. Aber wir haben vom Veterinäramt wirklich das ausdrückliche Lob gekriegt, dass wir sehr hochqualifiziertes Schlachtpersonal haben. Also alle gesagt, das ist grundsätzlich normal, müssten wir bei uns bei vielen Dingen noch höhere Anforderungen stellen. Aber dadurch, dass wir so gute Leute haben, kann man das auf dem Level weiterhin machen. Also zum Beispiel haben wir keine Schweinefalle, sondern wir machen es nach wie vor so, dass das Tierle zwickt wird und dass möglichst schnell dann nach der Betäubung die Entblutung kommt. 4-5 Sekunden. Weil wir, wenn das Tier aufgehängt wird, machen wir Herz-Kopf. Und dann lasst der los und dann kommt der Kollege mit dem Messer. Also die Zeit ist bei uns da auch sehr kurz. Und für einzelne Schwein oder kommen da zwei, drei davon? Nee, einzeln. Okay. Aber ich sag's zu den Wetten, ich habe ja in Backnang, habe ich ja Schlachter gelernt. Und da war immer, da bin ich mit meiner Zangnei und da war die Bucht von den Schweinen, die 12 Schweine, und da hat man da eins nach dem anderen zwickt. Das war viel besser, weil der größte Stress für die Schweine ist, sie aus der Gruppe rauszuholen. Aber das verlangt der Veterinär, der muss aus der Gruppe raus. Und das gefällt den Schweine überhaupt nicht. Aber wir müssen es tun. Keine Diskussion. Aber immer ein Schwein kommt rein und das wird dann zwickt. Jetzt bekommen wir ein Statement von einem Händler, Herr Ulzhofer.
Ja, also ich sage mal, ich will jetzt nicht so viel inhaltlich oder fachlich dazu sagen, das kann ich nicht, aber ich spreche ja gerne mal ein paar auch etwas unbequeme Themen an, vielleicht ist deswegen auch mein Facebook-Account derzeit gesperrt. Da ging es um Obst und Gemüse, das ist ein Stück weit ein anderes Thema. Ich sage mal, wir im LEH sind ja oftmals ein bisschen auch das Feindbild vom Handwerk, vom Fachhandel, auch von der Landwirtschaft. Und ich sage mal, gerade wir als Inhaber geführte Märkte, wir haben viel mehr Gemeinsamkeiten, wie wir oftmals denken. Und ich glaube, wenn wir es nicht schaffen, dass wir gemeinsam auch agieren und dass wir auch lauter werden, dann werden wir irgendwann generell weniger Tiere schlachten, weil man einfach, weil es keiner mehr bezahlen will oder bezahlen kann. Und das ist ja unser größtes Dilemma, das wir heute auch haben. Letztendlich ist es halt so, der Verbraucher spielt einfach mit die größte Rolle. Und Deutschland ist, sagen wir, das Land eigentlich auf der ganzen Welt, wo den größten Wettbewerb hat. Und wir haben 45% Discountanteil, das muss man sich einfach vorstellen. Und selbst wir bei uns haben mittlerweile im Discountbereich 10% Anteil von Discountprodukten. Trotzdem ist unser stärkstes Hackfleisch immer noch das Bioland-Hackfleisch. Das ist erstaunlich, wobei mengenmäßig natürlich das Günstige einfach immer weiter wächst. Aber diese Aufklärungsarbeit, die auch wir im Haus über Jahre gemacht haben, und ich kenne es ja von vielen Kollegen, Herr Kurz, so wie mit Gebauers, wo Sie seit vielen Jahren arbeiten, durch diese Themen Corona und Inflation, alles, was du über Jahre aufbaust, das geht in kürzester Zeit, fällt es zusammen. Und das ist ein Riesendilemma auch für uns. Und da müssen wir auch wieder zusammen kämpfen, weil sonst geht es einfach, es fällt uns einfach vor die Füße. Und das ist ein Riesendilemma, das wir da auch haben. Und deswegen müssen wir diese Diskussion auch miteinander führen. Und ich glaube, die kann die Politik nicht allein führen. Da müssen wir auch wieder viel lauter werden, weil laut sind eigentlich immer nur die Minderheiten. Und das ist ein großes Thema. Wir haben, sagen wir, viel weniger Veganer oder Vegetarier wie Fleischesser. Aber trotzdem, du traust dich ja heute viele Dinge überhaupt nicht mehr irgendwo zu kommunizieren, weil du sofort irgendwo in einen Shitstorm landest. Ja, und ich kenne das aus eigenen Erfahrungen jetzt von den letzten Tagen. Aber trotzdem müssen wir mit der Politik, mit den Verbänden, wir müssen daran arbeiten. Das ist einfach unwahrscheinlich wichtig. Ja? Wir haben es mit der Lebensmittelwertschätzung, mit vielen Themen gemacht und es muss einfach noch weitergehen. Wir wissen ja, die Menschen ballern lieber an Silvesters Zeug in die Luft. Ja? Vorher jammert jeder, dass er kein Geld hat und dann werden staatliche Hilfen ausbezahlt. Und es gab noch nie so viel Umsatz beim Feuerwerk wie dieses Jahr. Ja? Nicht bei uns, wir haben keins verkauft. Aber das ist einfach das Dilemma, das müssen wir uns stellen bei aller Diskussion, die wir haben und bei jedem Landwirtschaftsbetrieb, den ich verstehe und bei jedem Metzger, den ich kenne. Ja? Und ich bin froh, dass es Betriebe wie Häfele gibt, weil die fordern uns auch. Ja? Das heißt, wenn er gut ist, muss ich auch gut sein, ja? Sonst rennen meine Leute zu ihm. Aber darüber müssen wir einfach reden, das ist wichtig. Wir müssen mehr kommunizieren und brauchen da auch mehr Kampagnen zusammen. Und das ist ein verdammt schwieriger Weg, da waren wir viel, viel weiter. Und das letzte Jahr hat uns da wirklich wieder zurückgeworfen. Und das ist einfach ein ganz großes Dilemma. Herr Ulzhofer, vielen Dank. Also ich glaube, es gibt doch noch, Moment, sorry. Ich habe noch eine Frage, ich will da zurückgreifen. Ich selber bin in der Metzgerei aufgewachsen, musste helfen schlachten. Vom 14. bis zum 24. Lebensjahr, da hatte ich studiert. Ja, und bin heute Diplom-Ingenieur. Und als Ingenieur möchte ich als erstes einmal sagen, als junger Bub mit 6 Jahren, 1956, da gab es in Stuttgart einen Schlachthof und einen Bahnhof, nur für Großvieh und Schweine. Man hat dortmals das ganze Lebendvieh vom Schwarzwald, vom Allgäu, von der Alp lebend transportiert. Heute, dortmals gab es keine Kühlziege. Heute ist es umgekehrt. Es ist heute einfacher, vor Ort zu schlachten, so wie Sie gesagt haben. Und jetzt kommt eigentlich meine Frage, die wir den ganzen Abend diskutiert haben. Wir wollen im Grunde genommen regionale Schlachthöfe. Und wir müssen eine Lösung finden, wo die Landwirte zusammen mit den Metzgern regionale Schlachthöfe im Land machen. Und wenn ich mich zurückerinnere, sein Vater und mein Vater, die hatten miteinander in Schondorfer Metzgerei, die hatten einen Schlachthofzwang. Sein Vater musste im Schondorfer Schlachthof metzen, mein Vater musste im Schondorfer Schlachthof metzen. Jetzt sind wir deutsche Michel wieder von einem Straßengraben in der andere. Wir müssen doch irgendwo
Und da sind wir natürlich auf ganz schwierigem Terrain bei der FDP, weil die FDP sagt, der Marktwirtschaft muss alles frei regeln, ist auch richtig. Aber wir müssen, was der Herr Kuhn gesagt hat, als Rahmenbedingung, möchte ich mal sagen, als gesetzliche Vorgabe eine Lösung finden, dass man sagt, es müssen regionale Schlachthöfe geschaffen werden, die müssen natürlich genossenschaftliche oder private Träger haben, wo im Land das Vieh vom Land geschlachtet wird. Und da ist die Frage mal heute Abend an dich, siehst du da eine Möglichkeit, auch vom Gesetzgeber her, wir haben da immer nur die Hoffnung, dass die FDP vielleicht einmal wieder mitregiert, nicht? Siehst du da irgendeine Lösung, dass man hier vom Gesetzgeber her sagt, es müssen Verpflichtungen her für regionale Schlachthöfe? Die müssen natürlich privat betrieben werden. Wenn der Staat was betreibt, das funktioniert bei uns nicht mehr. Und die regionale Schlachthöfe müssen dann einen Standard finden, dass man so schlachtet, wie es er erklärt hat. Und als Diplom-Ingenieur muss ich Ihnen sagen, das, was er richtig erklärt hat, das kann man heute technisch so automatisieren, dass niemand mehr 50 Kilo lupfen muss. Wenn Sie nach Wirth ins Mercedes-Lastwagenwerk gehen, da werden Lastwagen gebaut, da muss kein Mensch auch nur noch ein Kilo lupfen. Und auch ein regionaler Schlachthof kann man technisch, da muss man weiterentwickeln, kann man technisch so einrichten, dass es eine bessere Arbeitsbedingungen ist für den Arbeiter und dass es gleichzeitig das humane Schlachten erlaubt. Dankeschön. Ja, nachdem die Frage jetzt an mich ging, da habe ich erhebliche Zweifel, dass man mit gesetzlichen Regelungen regionale Schlachthöfe verordnen kann. Jetzt bin ich da ja nicht der Fachmann, aber ich weiß von Werner Häfele, früher gab es ja kommunale Schlachtbetriebe, die mehr schlecht wie recht funktioniert haben. Und wenn wir es gesetzlich verordnen, brauche ich natürlich jemanden, der es dann auch durchführt. Und wenn ich niemanden habe, der es durchführt, dann hilft mir das beste Gesetz nicht. Ich glaube, wir müssen verschiedene Dinge angehen. Das eine ist, dass wir, wenn ich jetzt mal auf die lokale Ebene gehe, auf den Kreis, wir sind mit dem Thema seit längerem sehr intensiv in der Diskussion, in der politischen Diskussion, dass wir Sensibilität schaffen, weil viele Verbraucher sind einfach zu wenig informiert. Also ich habe das auch nochmal beschrieben. Also ist eine unserer Aufgaben in der kommunalen Politik, zu sensibilisieren. Wir haben die Biomusterregion als Beispiel, was genau in die Richtung geht. Wir haben die Herkunftszeichen. Ich glaube, unsere Aufgabe auch ist, in der lokalen Politik zunächst mal die Aufklärung, die Sensibilisierung, dass man sich damit beschäftigt. Ich bin dem Landkreis dankbar, dass er das aufgreift, auch bei unserem Rems-Murr-Kreis beispielsweise dieses Thema voranzutreiben, damit wir da auch zeigen, was heißt es denn, wenn keine Schlachtbetriebe mehr da sind, was heißt es denn, wenn die Landwirtschaft nicht mehr da sind oder solche Entfernungen, wie Sie es beschrieben haben, Herr Hahn, machen müssen. Das ist unsere Aufgabe, dem stellen wir uns als FDP-Kreistagsfraktion schon seit längerer Zeit und da bin ich dem Herrn Häfele auch dankbar, dass es initiiert. Auf Landes- oder Bundesebene, glaube ich, ist wichtig, dass wir eine gewisse Verlässlichkeit haben in der Planung. Das betrifft ja viele andere Bereiche auch. Man soll, Georg Heidlinger hat es auch nochmal beschrieben, wenn wir regelmäßig wieder andere Auflagen bekommen, dann ist es schwierig, dass man dann Investitionsfreude hat, sondern dann lässt man es lieber, wie es der Herr Kurz auch beschrieben hat. Also wir müssen dafür sorgen, das ist auch unsere Aufgabe als Liberale, gewisse Verlässlichkeit zu machen und nicht jedes Mal wird wieder neue Sau durchs Dorf getrieben, wenn man so salopp formuliert, die dann wieder neue Verordnungen haben. Das haben wir in anderen Bereichen auch. Ich war heute Morgen beim Unternehmer, der Kältetechnik macht, Kältemittel herstellt. Da haben wir eine F-Gase-Verordnung, die verlässlich war bisher. Jetzt überlegt man sozusagen, diese Vereinbarung wieder anders zu gestalten, was dazu führt, dass hier keiner mehr investiert, weil man nicht weiß, was kommt. Und das ist, denke ich, eine unserer Aufgaben, dass man Planbarkeit und Verlässlichkeit hat. Und Dr. Wirsig hat es auch nochmal beschrieben, ich glaube, unsere Aufgabe als Land, auch mit Ihrer Unterstützung, aber auch vom Land aus, hier, was das Thema Schlachtung anbelangt, auch dafür zu sorgen, dass man da Verlässlichkeit hat. Und da wollen wir natürlich auch unseren Teil dazu beitragen. Gut, dann
sind wir komplett aus dem Zeitrahmen gelaufen. Ja, also das soweit zum Thema Planbarkeit und Durchführung, das ist auf jeden Fall schon mal schwierig. Wir wollten nämlich allerspätestens eigentlich um 6:30 schon fertig sein und jetzt ist quasi 7 und wir sind noch nicht ganz durch. Von daher würde ich jetzt zu einem Schlussstatement aufrufen und der Werner Häfel hat gerade gesagt, Nee, der Herr Heidlinger hat gesagt, 2 Sätze. Jeder darf 2 Sätze sagen. Von daher, der Herr Dr. Wirsig darf jetzt, wir hatten im Vorfeld uns schon mal ein bisschen unterhalten, darf jetzt nicht mit irgendwie Karl Valentin und ähnlichen Dingen kommen, fürchte ich, sonst klappt es mit den 2 Sätzen nicht. Aber die Frage ist, an ihn ist sowieso nicht machbar. Ja? Also die Frage, die ich an ihn habe, ist nämlich, was passiert, wenn diese Ukraine-Krise vorbei ist? Ja, hoffentlich bald. Kommen unsere Verbraucher wieder zu ihrem ursprünglichen Verhalten zurück? Wie Sie schon gesagt haben, ich kann Sie nicht beantworten. Ich habe natürlich auch keinen Blick in die Glaskugel. Ich sage trotzdem den Satz vom Karl Valentin. Letztendlich, die Prognosen sind schwierig, insbesondere wenn es die Zukunft betrifft. Ich weiß es auch nicht, aber ganz konkret, das auch, was der Herr Ulzhofer gesagt hat, wenn wir nicht zusammenarbeiten, dann kann ich Ihnen versprechen, klappt es nicht. Okay. Herr Gempel, 2 Sätze, schwierige Herausforderung. Aber was geht uns verloren, wenn diese bäuerlichen Betriebe und auch diese handwerklichen Metzger nicht mehr bei uns sind? Dann antworte ich einmal mit einem betriebswirtschaftlichen Satz und einmal mit einem politischen Satz. Der betriebswirtschaftliche Satz: Es gehen uns Arbeitsplätze verloren. Denn zwischen einem Discounter und einem Fleischerfachgeschäft liegt ungefähr der Faktor 12 bis 15 hinsichtlich der Arbeitskräfteintensität. Zwischen einer Fleischabteilung von Herrn Ulzhofer und einer Fleischereifiliale und andererseits einem Discounter liegt immer noch der Faktor 8 bis 9. Der zweite Satz ist ein politischer Satz. Unser Staatswesen und unser Wirtschaftswesen ist geprägt von Pluralität. Das heißt, selbstständige, unabhängige, freie und vielfältige Partner spielen zusammen. Wenn weiter Metzger sterben und weiter Bauern sterben, wird aus dieser Pluralität eine Armseligkeit. Eine Armseligkeit von irgendwelchen großen Einheiten, die produzieren, und eine Armseligkeit von immer gleichen Discountern, die diese Sachen verteilen. Okay. Herr Heidlinger, Nutztierhaltung. Wir haben jetzt gerade mehr die Metzger gehabt. Nutztierhaltung, wo geht die hin? Also Sie haben erzählt, um Sie herum sind ganz viele Nutztierhalter nicht mehr da. Wo geht's hin? Generell, es gibt den Trend zum Vegan, das stellt ihr im Handel auch fest. Die Nutztierhaltung geht zurück. Das muss man ganz klar feststellen. Das mag dir mir als, selbst als Tierhalter nicht gefallen, aber denkt man, man muss die, darf die Augen nicht vor der Realität verschließen. Gleichzeitig, ich bin grundsätzlich optimistisch, also bei mir ist das Glas halb voll und nicht halb leer. Ich denke, wir haben eine gute Chance als regionaler Landwirt, ich sehe mich als regionaler Landwirt, nicht als Politiker, wenn wir, das habe ich ganz am Anfang gesagt, maximale Transparenz und maximale Qualität. Maximale Transparenz zum Beispiel, wir machen auch YouTube-Filme, wie geht es der Hühner im Stall, ja? Kann sich jeder auch gucken auf den Eierhöfe-Videos, können da alle schauen. Das sind so Kleinigkeiten oder Höfe-Besuche, wie auch immer. Das sind Kleinigkeiten und das schafft das Verbrauchervertrauen. Natürlich ist jetzt die Ukraine-Krise, die hohe Energiekosten, die uns alles gerade zusammenschießen, aber ich denke grundsätzlich ist das der Weg, den wir gehen müssen und auch wieder mit dem Gemeinschaftsmarketing. Ich habe
vorhin schon gesagt, positive Erfahrungen die letzten 25 Jahre durch gemeinsames Arbeiten mit Kollegen, nicht gegeneinander arbeiten. Ihr seid kein Konkurrenzmetzger, ihr müsst zusammenarbeiten und da Schnittstelle finden. Mit Sicherheit könnt ihr auch irgendwie euch noch gemeinsam verbessern. Werner, bei allem, was jetzt genannt wurde, bei allen Schwierigkeiten, was ist dein, oder es gibt ja vier Söhne bei der Familie Häfele, was ist euer Antrieb weiterzumachen? Das ist jetzt echt schwer. Könnt es vielleicht so beantworten, die Frage stellt sich gar nicht. Es ist selbstverständlich. Es ist selbstverständlich. Also unser ältester Enkel hat auch jetzt nach seinem Abitur eine Metzgerlehre begonnen. Und alle unsere vier Söhne haben ein Abitur gehabt, teilweise sogar Klasse vom Gymnasium übersprungen. Aber bis auf den, der Foodmanagement studiert hat, der ist weg. Aber alle anderen drei sind voll im Betrieb und ihr Leben ist glücklich. Sehr schön. Wir sind... Wir sind sehr dankbar um den Moritz Häfele, der bei uns Foodmanagement studiert hat, weil das war ein ganz toller Student, mit dem wir immer noch Kontakt haben, der immer noch auch an der Dualen Hochschule aktiv ist und der eigentlich ja letztlich auch diesen Kontakt zu Metzgerer Häfele entstehen hat lassen. Von daher lassen wir ihn jetzt nicht weg. Genau. Sehr schön. Damit bedanke ich mich auf jeden Fall bei allen. Und die offizielle Danke und Verabschiedungsrede kommt gar nicht von mir, sondern das übernimmt der Herr Hossmann. Ja, liebe Frau Professorin Scheubrein, ganz herzlichen Dank für die Moderation. Und ich glaube, wir haben so viel Know-how heute Abend gehört, dass man das ganze Wochenende hätte diskutieren können. Und wir haben jetzt den Vorteil, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer im Netz, wir können noch ein wenig weiter diskutieren im anschließenden gemütlichen Beisammensein bei guten Peitschenstecken von Häfele. Sie haben hoffentlich zu Hause auch noch etwas, wo Sie sich den Abend dann genießen können. Ganz herzlichen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Ich sage nochmal ganz herzlichen Dank beim Herrn Dr. Wirsig, beim Georg Heidlinger, Frau Professor Scheubrein, beim Werner Häfele und beim Herrn Gempel. Wir haben für alle auch noch was Flüssiges dabei, das würden wir anschließend überreichen. Ganz herzlichen Dank, dass Sie heute sich dem Thema gestellt haben. Das ist mit Sicherheit nicht die letzte Veranstaltung, die wir dazu gemacht haben, wie der Ulshöfer auch sagt. Wir müssen dieses Thema hier auch bei uns in der Region weiterführen. Das haben wir vor. Wir werden auch bei uns im Landkreis mit der Landkreisverwaltung dieses Thema vorantreiben. Ich sage auch ganz herzlichen Dank für Ihre aktive Beteiligung. Mit diesem fachlichen Know-how wollen wir uns bei Ihnen ganz herzlich bedanken, bei den Zuschauerinnen und Zuschauern hier an der Dualen Hochschule und auch bei Ihnen zu Hause. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und denken Sie immer, Sie können selber sehr viel beitragen, nicht nur mit dem eigenen Kaufverhalten, sondern eben auch mit Ihrem Umfeld. Und wenn diese Veranstaltung dazu einen Beitrag geleistet hat, dann war es für uns wirklich auch erfolgreich. Ganz herzlichen Dank Ihnen, alles Gute.